Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich, auch im Internet. Und einen ganz lieben Gruß soll ich bestellen von der Präsidentin Monique Schwitter. Sie ist leider heute krank und ich vertrete sie. Ich komme von der Musiksektion, Manfred Starnke ist mein Name. Und wir haben heute zwei wirklich illustre Gäste, Musikdenker, Kunstdenker, Kulturdenker. Wie fange ich jetzt an? Klaus-Steffen Mahnkopf ist ein Komponist, Professor in Leipzig für Komposition und Hanno Rauterberg, auch promoviert in Kunstwissenschaft, ist der Leiter des Feuilleton der Zeit. Also Sie können sich heute auf etwas gefasst machen. Das wird ein wunderbares Gespräch über den Menschen, die Maschine, Artificial Intelligence, ein sehr altes Thema gerade in Hamburg. Wir haben jetzt ab Oktober ein Ligeti-Institut, wo verschiedene Hochschulen, Institutionen sich verbündet haben, wo es sehr stark um Artificial Intelligence geht, um Kunstbetrachtung, um das Komponieren. Und das Komponieren ist nur ein kleiner Teil dieses Großbereichs. Da hat mein guter Freund Georg Haidu wirklich massive Bundesmittel anwerben können. Das ist ein wunderbares Unterfangen. Eigentlich schon seit Ligeti hier begann 1974, wollte er so ein Institut gründen, damals noch fokussiert auf Musik. Also ich bin ganz gespannt auf euch beide. Ihr habt das Thema gewählt, Artificial Intelligence. Und ich möchte gar nicht weiter eingehen auf die beiden Protagonisten heute. Sie haben Bücher geschrieben. Sie kennen sich schon, das hat mir Klaus-Steffen Mahnkopf erzählt, seit vielen Jahren, tauschen sich aus. Und vielleicht werden wir eine Art Streitgespräch auch haben, nicht nur ein Freundesgespräch. Also ich freue mich sehr auf sehr viele Facetten heute Abend. Darf ich euch beide auf die Bühne bitten? Dankeschön. Herzlichen Dank für die freundlichen Einleitungsworte. Ich übernehme jetzt einfach mal die Rolle des Gastgebers, weil ich ja in Hamburg wohne und Sie wohnen in Leipzig, beziehungsweise leben vor allem in Potsdam und arbeiten in Leipzig, unterrichten in Leipzig. Nur zur Korrektur, ich leite das Feuilleton der Zeit mit, allerdings in der Position des stellvertretenden Ressortchefs. Nicht, dass da Missverständnisse auftauchen, will ich das gleich zu Anfang korrigieren. Völlig richtig ist aber, dass eben Sie und ich Bücher geschrieben haben, die eine gewisse Schnittmenge besitzen. Nicht eine allzu große Schnittmenge, aber bei Ihnen geht es um die Frage unter anderem, welche Rolle die KI, die sogenannte künstliche Intelligenz, auch in Zukunft in der Entwicklung der Musik, welche Rolle sie dort spielen könnte. Und mich beschäftigt in dem Buch, das ich geschrieben habe, das letztes Jahr rausgekommen ist, vor allem die Frage, warum der Mensch eigentlich so großen Wert darauf legt, sich bestimmte Bilder, bestimmte Kompositionen, andere Dinge im Feld der Kunst von Maschinen produzieren zu lassen. Also welche Projektionen sind da eigentlich im Spiel? Welche Sehnsüchte sind da eigentlich im Spiel? Warum glauben viele Leute, auch sehr reiche, einflussreiche Leute, überhaupt, dass dort die Kunst auch im Computer sozusagen zu Hause sein sollte? Und wir haben es jetzt so vereinbart, dass wir ganz kurz gegenseitig unsere Bücher vorstellen und dann in ein lockeres Gespräch finden und wenn Sie mögen, auch im Anschluss oder gegen Ende der Veranstaltung auch gerne noch mit Ihren Fragen sich einmischen können. Wollen Sie anfangen? Also, ich glaube, ich habe Sie kennengelernt, weil Sie die Freundlichkeit hatten, meinen Namen zu erwähnen, vor vielen, vielen Jahren in einem Artikel und dann habe ich Ihr Buch gelesen, ist das noch Kunst? Ich glaube, so ähnlich heißt das, nicht? Oder eine... Wie heißt? Und das ist Kunst?
Ja, und das ist Kunst, ja. Genau. Also er fragte nämlich danach, ob das, was wir überall zu sehen bekommen, also zum Beispiel auf der Documenta oder ich war letzte Woche in Venedig auf der Biennale, also ob denn das zwar offiziell Kunst, aber ob da nicht auch Schabernack dabei ist oder Charlatanerie oder was man heute Fake nennt. Und dass er überhaupt so eine kritische Perspektive hatte, kam mir natürlich zu Pass, weil ich so ähnliche Überlegungen natürlich auch aus der Musikszene mir gemacht habe. Dann war das so, dass ich dann vor allen Dingen die ganzen Bücher, die bei der Edition Surkamp erschienen sind, gelesen habe, auch vor allen Dingen zu der Frage nach der Autonomie bzw. der Entautonomisierung, die die Künstler sozusagen freiwillig machen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und dann hatte ich sie auch mal eingeladen zu mir an die Hochschule in Leipzig. Also wir kennen uns. Und immer, wenn die Documenta ist, quasi die Biennale dann in Venedig, dann frage ich ihn auch, ne, was halten Sie denn davon? Ja? Und dann schickt er mir seine Artikel. Ich habe dieses Buch mit sehr viel Interesse gelesen, weil KI natürlich ein Thema ist, über das irgendwie alle Welt redet. Ich glaube, dass es sehr viele Missverständnisse auch gibt. Und wir haben jetzt schon im Vorfeld gesehen. Waren ganz schnell uneinverstanden. Das muss ich dazu sagen, oder? Sie haben das Buch hat einigen Widerspruch in Ihnen ausgelöst. Naja. Gut, also, es gibt ein paar Passagen zur Musik, die so meines Erachtens eben halt symptomatisch sind für die Missverständnisse bezüglich der KI der Musik. Das werde ich dann nachher dann auch ausformulieren. Und, aber in einem Punkt ist das tatsächlich auch seine Frage nicht. Welche Projektionen stattfinden auf das, was wir heute KI nennen. Und vielleicht darf ich einfach mal meine drei Grund... Darf ich schon? Ich würde das erst noch Ihr Buch vorstellen. Ach so, Entschuldigung. Kurz, ja, natürlich. Das soll ja auf keinen Fall vergessen. Ich halte es jetzt so in die Kamera, damit es auch... So macht man das doch, oder? Mhm. Hält man so in die Kamera. Nein, das ist ganz anders vom Charakter her als das, was ich geschrieben habe. Mein Buch ist ja sehr spekulativ in vielerlei Hinsicht, weil die Technik ja auch gerade dabei ist, sich zu entwickeln. Auch teilweise vielleicht etwas over the top, also die Frage so der spielerischen, wie kann ich mit bestimmten Gedanken mir vorstellen, was passieren würde, falls das mal tatsächlich so käme, wie es manche sagen. Also nicht umsonst heißt es im Untertitel über den Traum von der kreativen Maschine. Und bei Ihnen ist es, finde ich, so faktengesättigt, so mit so vielen interessanten Aspekten im Detail, historisch, soziologisch, versuchen Sie eine Grundlegung, würde ich sogar sagen, zu der Frage, wie kommt eigentlich die Musik in die Welt? Wie entsteht sie eigentlich? Und was für Bedingungen braucht es dafür? Was sind die Voraussetzungen? Und das nicht nur im musiktheoretischen Sinne, sondern eben in einem ganz großen Panorama. Das fand ich ganz toll, dass Sie das eben so weit aufmachen und gucken, was für eine Rolle spielt eigentlich die Musik in der Gesellschaft und wie bedingen diese gesellschaftlichen Umstände wiederum die Musik Entstehung und welche Rolle spielt da eigentlich der Komponist? Und Sie selber sprechen ja in dem Buch über das Entstehen der Idee für dieses Buch und reflektieren sozusagen die Entstehung selber. Es ist in dem Kapitel, in dem es, glaube ich, um die Frage der Inspiration geht. Wie kommen wir eigentlich zu unseren Einfällen? Und da beschreiben Sie, dass Sie eben ein anderes Buch gelesen haben, ich glaube Pinker, und festgestellt haben, Mensch, sowas wie dort entstanden ist, gibt es in der deutschen Buchszene eigentlich sehr selten, dass ein Fachwissenschaftler sich einlässt auf das, was viele Leute interessieren könnte. Man kann es dann populär nennen, man kann aber auch sagen, es ist eine Art von Aufklärung, die dort betrieben wird, dass man mit bestimmten Mythen aufräumt und tatsächlich vieles erklärt im positiven Sinne, was sonst falsch verstanden worden ist oder noch gar nicht geahnt wurde. Und dazu gehört unter anderem bei Ihnen bei der Frage nach dem Genie, dass immer noch so viele glauben, das Komponieren sei doch so eine geniale Tat. Da schließen sich Leute ein und kommen dann mit wahnsinnigen Ideen zurück. Man weiß nicht genau, wie die Ideen dann in die Köpfe gelangt sind. Das muss ja offensichtlich etwas Geniehaftes sein. Damit räumen sie auf. Und dann räumen sie noch viel rascher und entschiedener mit der KI auf und mit der Vorstellung, dass es so etwas wie Musik aus dem Computer überhaupt geben könnte. Und jetzt
Vielleicht noch, um Ihre These zu unterbreiten. Oder? Ja, also die ursprüngliche Idee war, ich wollte dem allgemeinen Publikum erklären, was Komponisten tun. Also was ist das eigentlich für eine Tätigkeit oder für einen Beruf? Und ich hatte danach ein Gespräch mit einem ziemlich wichtigen Konzertagenten in Berlin und er sagte, wunderbar, schreiben Sie das. Noch nicht mal die Leute in der Klassikszene wissen, wie Komponisten ticken. Also selbst noch nicht einmal die Dramaturg, die Dirigenten, also dieser ganze Betrieb weiß eigentlich, wie Komponisten funktionieren. Und das sollte man doch eigentlich wissen. Also wie Künstler funktionieren, wie Schriftsteller funktionieren, Tänzer, also die verschiedenen Genres. Warum ich mit der KI, also es ist ja letztendlich eine ganz tiefe philosophische Frage. Können Maschinen denken oder können sie in der Zukunft irgendwann denken? Können sie Bewusstsein entwickeln? Können sie Selbstbewusstsein entwickeln? Wenn das so wäre, wäre das eine neue Evolutionsstufe der gesamten Weltevolution. Das heißt, wir haben das eine ganz tief sitzende philosophische Frage, die allerdings natürlich uns Menschen betrifft, weil sind wir dann ein Auslaufmodell, dass wir sagen, naja, früher gab es die Dinosaurier, und dann kamen die Menschen, dann verschwinden die und dann gibt es dann die Roboter, die dann irgendwie den Weltraum wie die Borgs im Raumschiff Enterprise besiedeln. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass es, wenn man dann sich damit beschäftigt, es sehr viele Missverständnisse gibt. Und meine erste These ist, dass es ein Übersetzungsfehler ist. Im Englischen heißt das Artificial Intelligence. Was heißt Intelligence? Das ist nicht Intelligenz, das ist Datensammlung. CIA, ich hatte früher immer gedacht, das ist also Central Intelligence Agency. Habe ich gedacht, oh, da sitzen die ganzen intelligenten Leute. Nein, sie sammeln einfach Geheimdienstinformationen. Es ist im Grunde künstliche Datenverarbeitung. Man hat das früher EDV genannt. Und jetzt wird das ins Deutsche übersetzt und wir denken bei Intelligenz tatsächlich an das Lösen von Problemen, nicht? Intelligenzquotienten, also was Menschen so machen. Und das halte ich für einen prinzipiellen Übersetzungsfehler und bestimmte Leute geben das ja auch zu und sagen, naja, also mit dieser Bezeichnung können wir vielleicht auch mehr Geld akquirieren, weil wir so simulieren, es wäre eine Intelligenz. Kann ich da gleich dazu was sagen? Und zwar stimmt es, dass auch innerhalb der Forscher, innerhalb der Forschung und innerhalb der Szene der Entwickler es große Vorbehalte gegen diesen Begriff gibt, weil er auch so aufgeladen ist und man tatsächlich denkt, Mensch, Intelligenz, toll, das wollen ja alle und plötzlich sind auch die Zahnbürsten intelligent und haben irgendwelche KI-Programme in sich laufen und wissen genau, wie ich meine Zähne zu putzen habe und ähnliche Dinge mehr. Das ist irgendwie so ein Heilsversprechen, was den seriösen Entwicklern stark entgegenläuft. Allerdings gibt es auch die andere Bedeutung von Intelligenz. Also ich glaube, das Wort ist unterschiedlich konnotiert. Jedenfalls der Mathematiker Alan Turing, der den sogenannten Turing-Test in den 50er Jahren, sehr frühen 50er Jahren entwickelt hat, dem ging es schon um diese Frage, die Sie eben auch angesprochen haben, um diese philosophische Frage, können Maschinen eigentlich denken? Also der hatte eben diese KI-Projekte und das entsprechende Denken damit verbunden und wollte das mehr oder weniger empirisch lösen, indem er sagte, wir entwickeln eine Maschine, die kommuniziert mit Menschen. Nicht auf direktem sprachlichen Wege, aber durch den Austausch von Botschaften. Und wenn Menschen den Eindruck haben, bei diesem Austausch von Botschaften, dass offensichtlich da ein Mensch diese Botschaften entsendet, schreibt, dann ist der Beweis erbracht dafür, dass Maschinen denken können, weil sie offensichtlich in der Lage sind, sich auf die Fragen, die Antworten, die Reaktionen des Gegenübers so einzustellen, als wären sie selber menschlich. Also eine sehr schlichte Art und Weise, dieses zu beobachten, was aber dann doch dafür spricht, dass dieser Ansatz weiter verfolgt worden ist. Und mittlerweile muss man ja sagen, gibt es ja eine wahnsinnige KI-Forschung, die eben genau diese, sogar in diesem Feld der Kunst, also gibt es einzelne Lehrstühle, die sich mit der Frage beschäftigen, können denn Computer ästhetische Werke hervorbringen? Also bei ihrem berechtigten Skepsis muss ich sagen, die Wirklichkeit hat diese Skepsis in gewisser Weise überholt oder abgelegt oder ignoriert. Also zunächst einmal erinnere ich mich an Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen, Markus Gabriel, der sagte, Computer denken nicht. Und warum? Nun, denken heißt Gedanken haben. Computer haben keine Gedanken.
Wo ist der Gedanke? Mal abgesehen davon, dass Gedanken in verschiedenen sprachlichen Versionen auftreten können, und zwar nicht nur, weil wir sie übersetzen können, in anderen Sprachen, also das heißt, sie sind also offensichtlich in unserem Gehirn auch anders, bei anderen Sprechern von anderen Sprachen auch anders kodifiziert und abgespeichert, sondern man kann Gedanken genau auch umformulieren, weil sonst könnte man auch nichts erklären den Kindern. Man erklärt das mal einmal so und so, aber der Gedanke ist derselbe, sodass der Gedanke sozusagen immateriell ist und Computer haben die nicht. Also insofern können sie auch nicht denken. Nun, sie können aber dafür andere Dinge und sie können sehr viel. Sie können zum Beispiel ausrechnen, wie ein schwarzes Loch aussieht oder angeblich aussieht. Sie können ausrechnen, wie man Makromoleküle baut, um einen Impfstoff herzustellen und so weiter. Also die können ja was. Die Frage ist nur, was können sie eigentlich für uns? Und also ich meine für uns im praktischen Leben, ja, das sind dann die Smart Houses und die anderen, ist alles jetzt smart. Aber die Frage ist eigentlich jetzt medial betrachtet, würde ich Folgendes sagen. KI ist weitgehend ein männliches Omnipotenz-Fantasieprojekt. Also wenn ich es mal wirklich gendertheoretisch werde, das ist eigentlich eine Männersache. Und ich gehe sogar noch weiter, es ist ein Religionsersatz. Also man hat mit dem monotheistischen Gott, egal jüdisch, islamisch oder christlich, die Vorstellung der Allmächtigkeit und der Allwissendheit. Jetzt ist dieser Gott verschwunden. Hölderlin hat ihn schon beklagt, dass sie verschwinden. Nietzsche hat ganz klar gesagt, ja, den haben wir sozusagen selber verjagt, weil wir unsere Gesellschaft säkularisiert haben. Und Heidegger sagte, nur die Götter können uns retten. Naja, die kamen halt auch nicht mehr. Und jetzt projizieren wir unsere Halbwissenheit und Halbmächtigkeit, die wir früher auf Gott projiziert haben, auf diese Maschinen. Also wenn der Computer nur lang genug, wenn der nur weit genug entwickelt sind, also in Zukunft, dann kann der alles, der weiß alles und der kann dann sogar die Zukunft voraus berechnen, was er dann übrigens nicht kann, was man wiederum beweisen kann, dass er das auch nicht kann. Das heißt, hier finden Allmachtsfantasien statt, die ich einfach, wenn man sie betrachtet, genauso lächerlich finde, wie die Vorstellung, dass ein Gottvater uns irgendwann erschaffen hat. Das ist ja letztendlich auch eine kindliche Vorstellung. Also es wäre meine Kritik an der KI, sie ist weitgehend nicht intelligent. Es ist eine Projektion weitgehend von männlichen Allmachtsfantasien und sie hat so eine Funktion von Gottersatz. Also wenn wir es nicht können, aber dafür können es dann die Computer, weil die sind ja irgendwie schneller und ja. Also für die Gottersatzthese habe ich viel übrig und schon deshalb, weil es tatsächlich im Silicon Valley die Gründung einer AI-Kirche gegeben hat, die sich auch entsprechende Statuten gegeben hat. Leider stellte sich heraus, dass der Gründer dieser Kirche oder dieser Glaubensgemeinschaft irgendwelche Betrügereien begangen hat. Ich glaube, deswegen ist das erstmal geplatzt. Aber seine These war, wenn es so etwas gibt wie eine künstliche Intelligenz und sie weiß 1000, 10.000, 100.000 Mal mehr als wir, sie kann schneller Dinge erfassen als wir, dann muss ich davon ausgehen, dass es etwas Göttliches an diesem Wesen gibt. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber ich stelle mich lieber mal mit diesem Wesen gut. Kann ja sein, dass es eines Tages diese Herrschaft tatsächlich übernimmt. Und es gibt ja Leute wie Ray Kurzweil beispielsweise, der einer der Chefideologen bei Google ist, die sehr ernsthaft sagen, es wird in den nächsten 20, 25 Jahren den Moment der Singularität geben, in dem die Maschinen uns auf allen Feldern überlegen sein werden. Das ist völlig klar eine Projektion. Das ist ein Spiel mit Ängsten, es ist ein Spiel aber auch mit Hoffnung. Es ist der Versuch, eine andere Art von Fortschritt nochmal zu denken. Aber was mich jetzt in unserem Zusammenhang noch mehr interessiert, ist ja weniger das Kognitive, sondern die Frage, welche emotionalen Fähigkeiten braucht es eigentlich? Welche Art von Bewusstsein braucht es eigentlich, damit wir von einer Maschine sagen können, sie weiß, was sie tut, sie weiß es ja nicht, und ihr auch Kunst zutrauen? Und da merke ich, da hat sich bei mir auch im Prozess des Nachdenkens über das Thema, des Schreibens über das Thema, aber auch in der Zeit seither doch einiges in meinem Bild entwickelt. Also ich hatte erst das Gefühl, nee, das ist wirklich ziemlicher Quatsch, da kommt nichts bei raus, weil die Maschine hatte auch keine Interessen.
Sie hat keinen Willen. Es zieht sie nicht irgendwo hin. Sie hat auch keine Ängste. Sie weiß nicht, was Liebe bedeutet. Sie kann nicht sterben, hat also keine Todesangst. Ein ganz wichtiger Impuls für viele Künstlerinnen und Künstler, zu sagen, ich schaffe etwas, was mich selber überlebt. Die Maschine, da zieht man den Stecker und dann ist sie aus. Da ist nichts mit Sterben. Aber ich merke, und das ist vielleicht von einer anderen Warte aus betrachtet, ein anderer Blick auf das Thema, dass die Rezeption eine andere ist. Und die Popularisierung bestimmter Fähigkeiten, die diese Maschinen zu besitzen scheinen, ich sage das mit Vorsicht, diese Popularisierung sehr schnell voranschreitet. Denken Sie an so einen Text-zu-Bild-Generator wie DALL-E. Gibt es jetzt ganz viele neuerdings. Da gebe ich bestimmte Stichwörter ein und die Maschine versteht, sage ich, versteht, das ist schon wieder so anthropomorphisierend. Diese Maschine weiß jedenfalls etwas damit anzufangen, wenn ich sage, zeichne mir ein Bild von einer Avocado, die ihr Kind im Kinderwagen ausfährt. Oder von Schweinen im Weltall, die gerade dabei sind, Horkheimer zu studieren. Oder ähnliche absurde Sachen. Maschine, offensichtlich gibt es Funktionen, die diese Begriffe einem Bild zuordnen und die dann nicht nur ein Bild von Horkheimer oder von Schweinen oder dem Weltall herauszaubern aus dem Speicher, sondern auch diese unterschiedlichen Motive, die erstmal sehr disparat zu sein scheinen, in einen irgendwie einen Zusammenhang bringt. Und dieser Zusammenhang ist dann möglicherweise absurd oder auch irgendwie lustig, amüsant, gut gelöst. Abstrakte Begriffe werden plötzlich bildhaft. Das ist noch nicht Kunst, aber es ist so eine Vorstufe, könnte man sagen. Und vor allem beschäftigt es viele Leute. Und sie haben den Eindruck, aha, die Maschine ist sehr wohl in der Lage, Bilder zu generieren, so dass jetzt doch relativ viele Illustratoren in kürzester Frist es mit der Angst zu tun bekommen und um ihren Arbeitsplatz fürchten, weil sie das Gefühl haben, die nächste Zeitschrift, die nächste Zeitung, der nächste Buchverlag wird sich dann an diesen Text-zu-Bild-Generator wenden und nicht mehr an mich. Also ich wollte nur sagen, da tut sich im Moment wahnsinnig viel, da fließen sehr viele Gelder rein und das verändert vielleicht, das alleine verändert schon unser Bild der Computer und Maschinen. Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Das sind offensichtlich sehr leistungsfähige Computerprogramme. Jetzt fragt man sich, warum sind die so leistungsfähig? Weil unendlich viele hochintelligente Menschen mit sehr viel Aufwand und sehr viel Geld in den letzten 10, 20, 30 Jahren an solchen Dingen gearbeitet haben. Und jetzt fragt man sich, wieso wurde das finanziert? Meine These ist, das ist ein Abfallprodukt der Filmanimationstechnik. Also wenn man Animationsfilme sieht, vor allem für Kinder wie also Ice Age oder Sumania und so weiter, es ist unfasslich gut gemacht. Es ist auch mit viel Liebe gemacht. Die visuellen Effekte sind grandios und das ist nicht mehr wie früher in den 30er Jahren gezeichnet, sondern das ist alles mit Computern gemacht. Das heißt, wir haben diese Computerprogramme, die das können, kommerziell. Da wird auch das ganze Geld generiert. So, und dann ist die Generierung, also das, was Sie jetzt beschreiben, ist meines Erachtens ein Abfallprodukt. Es ist also, wenn man nicht diese kommerzielle Seite hätte, und man sagt, ja, aber wir Künstler brauchen so etwas, dann würde man sagen, ja, würde das kosten, naja, 100 Milliarden Dollar Entwicklungsgelder. Würde niemand zur Verfügung stellen. Also in der visuellen, zwei-, dreidimensionalen oder installativen Kunst können wir das jetzt verwenden. Und das ist offensichtlich tatsächlich, wenn es da ist, ist es doch vollkommen klar, dass die Künstler dann damit künstlerisch umgehen. Würde ich übrigens auch machen, wenn ich bildender Künstler wäre. Jetzt ist der Punkt, warum gibt es das in der Musik nicht? Es gibt keine Komponierprogramme. Es gibt ein paar Programme, mit denen man angeblich Bach-Choräle schreiben kann oder irgendwelche Fugen. Aber mal abgesehen davon, wie ich es dann auch zeigen werde, dass die unendlich schlecht sind. Machen Sie doch mal. Ja, langsam noch. Ich mache das dramaturgisch. Okay. Aber abgesehen davon, dass sie einfach unglaublich schlecht sind, braucht man die gar nicht, weil es genügend Musiker gibt, die das in Realzeit mit ihren Händen improvisieren können und auch aufschreiben können. Das heißt also, niemand braucht irgend noch eine weitere Bach-Fuge, sondern, jetzt wird's interessant, natürlich ist der Computer im weitesten Sinne
ein Teil der Musikwelt. Das wäre absurd, das abzustreiten. Aber was macht der Computer? Womit arbeitet der Komponist, wenn er mit einem Computer arbeitet? Oder der Musiker? Oder der Klangkünstler im weitesten Sinne? Er benutzt das vor allem für die Aufnahmetechnik, also hier jetzt gerade hier. Er benutzt es für die Archivierung und vor allen Dingen für die Generierung neuer Klänge. Ich darf ein Beispiel geben. In einem ARD-Krimi gab es in der Filmmusik, immer wenn es gefährlich wurde, so tiefe, gekörnte, herunterfallende Posaunentöne. Aber es waren keine Posaunen und ich mich immer gefragt habe, verdammt nochmal, was sind das eigentlich für Klänge? Genau, wo kommt das her? Und per Zufall kam ich drauf, dass das tibetische Gebetshörner sind. Die sehen aus wie Alphörner, sind aber aus Metall. Also, diese Klänge wurden aufgenommen und dann nochmal bearbeitet mit einer gewissen Granulation und mit einem Glissando-Programm. Jetzt allerdings wurde ich neidisch. Ich hätte diese Klänge auch gerne. Aber wie komme ich daran? Was kostet es, solche Klänge in Tibet professionell aufzunehmen? So, das heißt also, wenn man das mal macht, wenn man das finanziert, kann man eine Klangdatenbank aufbauen und hat dann eben diese tibetischen Hörner. Man kann sie verarbeiten in alle möglichen Richtungen und der entsprechende Filmkomponist, wer immer das dann sei, benutzt das dann eben für seinen Soundtrack. Soundtrack ist natürlich nochmal was anderes als eine reale Musiksituation, wo also Musiker spielen, beziehungsweise Musiker spielen und es gibt noch eine Zuspielung oder es gibt eine Realzeit, live, elektronische Verarbeitung dessen, was gespielt wird. Aber in der Regel ist es ja so, wir denken, dass Musik aus dem Lautsprecher kommt, obwohl eigentlich Musik aus den Instrumenten oder aus dem Kehlkopf kommen sollte. Das heißt also, die KI, natürlich gibt es auch Komponierprogramme und es gibt Komponierhilfsprogramme, aber die sind alle eigentlich fast überflüssig oder sie sind rein personalisiert. Das heißt, es gibt also dann Komponisten, die sehr stark informatorische Informatik-Skills, also Fähigkeiten haben und dann sozusagen ihre kleine Welt aufbauen für sich und damit arbeiten, das ist wunderbar. Aber sozusagen verallgemeinert ist das meines Erachtens nicht verfügbar. Sie müssen jetzt mal ausrechnen, wie viele Musikstile gibt es eigentlich? Also wenn wir schon die Mazurka von Chopin als einen Stil betrachten, würde ich mal sagen, haben wir 10.000, 15.000 Musikstile weltweit. Wenn wir die gesamte Weltmusik, die gesamte Popmusik, also eigentlich alles nehmen, was wir kennen in der Zwischenzeit, vom Mittelalter, Altertum bis heute, gibt es 15.000 Stile. Dann bräuchten Sie 15.000 Komponierprogramme. Und jetzt zeige ich auch, warum das überhaupt nicht möglich ist. Also für den Bach-Choral brauchen Sie ja erstmal ein Wissen darüber, was der Bach-Choral ist. Von Thomas Daniels gibt es ein Buch, das sind 400 Seiten, da steht alles drin über den Bach-Choral, was man wissen kann. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil es ist ja von einer Person geschrieben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass in diesem einen Buch tatsächlich das Wissen des Bach-Chorals kodifiziert ist. Also er kennt es theoretisch. Dann brauchen wir aber einen Informatiker, der in der Lage ist, dieses gesamte Wissen in einen Algorithmus zu überführen, sodass tatsächlich ein Bach-Choral herauskommt. Jetzt ist die Frage. Sie wollen ja jetzt nicht nochmal was spielen. Langsam. Okay. Nein, aber dann lassen Sie mich doch mal kurz, meine Verwunderung Ausdruck geben. Das ist offensichtlich, Sie sagen, es gibt im Prinzip keine vernünftigen Kompositionsprogramme. Wie wurde denn dann diese, Sie kennen das wahrscheinlich alle, diese 10. Symphonie von Beethoven, wurde doch in der Beethovenhalle in Bonn letztes Jahr groß aufgeführt. Ex-Kanzler Schröder war da und alle möglichen Leute. Das Beethoven-Orchester hat es, glaube ich, selbsttätig irgendwie dann aufgeführt. War kein Kompositionsprogramm damit befasst? Oder? Moment, das war eine... Also darf ich noch mal kurz den Gedanken. Also warum es diese Programme nicht gibt? Weil Sie bräuchten jetzt ein Genie oder einen Experten, der den gesamten Bachschen Choral beherrscht und doch gleichzeitig Informatiker ist. Wenn es diese Person gibt, die beide Fähigkeiten besitzt, muss diese Person so gut sein, dass sie was Besseres zu tun hat und damit mit dieser Fähigkeit etwas anderes macht, um Geld zu verdienen. Okay. Das ist meine These. So, jetzt zu dieser 10. Sinfonie. Ich habe da reingehört. Das können Sie vergessen.
Außerdem ist es nicht von einer KI gemacht. Das finde ich aber jetzt kein Argument, wenn Sie sagen, es kann kein Programm geben. Es gibt aber ein Programm, das Ihren Ansprüchen nicht genügt. Nein, aber immerhin ein Programm, das man vielleicht noch optimieren müsste und was man weiterentwickeln müsste, damit es Ihren Ansprüchen genügt. Aber offensichtlich gibt es ein großes Publikum, so würde ich jetzt argumentieren, das doch angetan war. Es wurde sogar, wenn ich es richtig weiß, im Fernsehen ausgestrahlt. Gibt es da vielleicht eine Differenz zwischen dem breiteren Publikumsgeschmack und dem Geschmack eines Komponisten? Also zunächst einmal hat das nicht ein Computerprogramm gemacht, sondern mehrere Musikwissenschaftler haben mit Hilfe von KI, und wir wissen nicht, was diese KI ist, was sie gemacht hat, mit Hilfe haben die dann sozusagen eine 10. Sinfonie zu Ende komponiert. Aber es gibt dann ein Programm. Moment, mit Hilfe eines Programmes. Aber ich möchte jetzt als Experte genau wissen, was für ein Programm das ist, was es gemacht hat und wie das abgelaufen ist. Also bevor mir irgendjemand erzählt, irgendein Computerprogramm hat etwas gemacht, will ich genau wissen, was da abgelaufen ist. Und interessanterweise erfährt man das nie. Und das ist der entscheidende Punkt. Übrigens, es wurde auch die Unvollendete vollendet, es wurde das Requiem mehrmals vollendet, es wurde auch, glaube ich, von Mendelssohn etwas mit einer mit einem Computerprogramm vollendet. Das klingt dann nach Beethoven einfach deswegen, weil ein ganz bestimmter Orchesterklang, meistens aus der 5. Sinfonie, und das ist dann immer das ist eben Beethoven. Und das wird dann eingebaut und dann wird das ein bisschen kaschiert und die gesamte Logik des Aufbaus einer Sinfonie kann gar nicht von Beethoven, kann nicht nach Beethoven klingen, weil Beethoven eben, Entschuldigung, die Genialität besitzt, an einer ganz bestimmten Stelle etwas zu machen, was nur er macht. Man würde heute sagen, die Dekonstruktion des musikalischen Materials kann man sehr schön zeigen am Ende des Trauermarschs in der Eroica. Und auf so eine Idee kommt weder diese KI noch die entsprechenden Musikwissenschaftler, einfach weil sie nicht Beethoven sind. Nein, ich würde auch sagen, Ideen haben Computer tatsächlich nicht. Da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Computer können nur mit Wahrscheinlichkeiten operieren. Mhm. Die analysieren bestehende Musikstücke und gucken, welche Muster gibt es da. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit folgt welcher Akkord auf welchen Akkord und solche Sachen bei Beethoven oder bei Mozart und so weiter. Und variiert dann diese Wahrscheinlichkeiten und sagt, jetzt nehme ich an der Stelle mal 90% Wahrscheinlichkeit und an der anderen Stelle 70% Wahrscheinlichkeit und dann kommt etwas raus, was sich möglicherweise so anhört, als hätte es dann. So, also mehr kann sie nicht und das nenne ich dann schwache Kreativität. Erstens, weil der Computer nicht weiß, was er eigentlich tut. Er weiß nicht, dass es sich um Mozart handelt und weiß auch nicht, dass er gerade komponiert oder eingesetzt wird. Davon hat er kein Bewusstsein seiner selbst. Und zweitens kann es diese von Ihnen doch immer noch sehr ersehnten Momente der radikalen Erneuerung nicht geben. Also das ist plötzlich das im Bereich der bildenden Kunst, würde ich sagen, so dieser Duchamp-Moment. Kommt auf die Idee und realisiert sie dann auch, ein Pinkelbecken auf einen Sockel zu stellen und nennt es dann Kunst. Also wenn eine KI auf die Idee käme, weiß ich nicht, eine Steckdose oder eine Chipkarte auf einen Sockel legen zu lassen, sie hat ja keinen Körper, würde man sagen, naja, da ist ja nicht viel eingefallen. Abgesehen davon, dass es dieser Art von Bruch nicht gibt oder vielleicht, wenn es sie geben sollte, das ist jetzt wieder rein spekulativ, eine wirklich KI-spezifische Kunst, die so radikal ist, dass sie eben nur von der KI verstanden wird, dann werden wir schön blöd dabei nebenstehen und sagen, soll das jetzt Kunst sein? Vielleicht für die KI. Also da gibt es dann solche Verblüffungsmomente. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass diese Programme sich immer weiterentwickeln. Und deswegen leuchtet mir Ihr Argument nicht ein. Also jedenfalls ist meine Erfahrung der letzten Monate nochmal, dass ich verblüfft anschaue mir, was da gerade passiert. Und dass sich diese schwache Kreativität doch in großen Schritten weiterentwickelt und immer mehr Zuspruch findet. Und das vor allem auch deshalb, weil diese Komponierprogramme ja in der Regel erstmal gratis sind und sehr viele Leute einladen, da mitzumachen und sich möglicherweise auch als Maler oder Kompositeure zu fühlen. Okay, also,
Sie spielen immer noch nichts vor. Ich gehe jetzt gleich ans Klavier, um zu zeigen, nochmal, spätestens seit Beethoven erwarten wir nicht überbietungsdynamische Fortschrittsmusiken, sondern individuelle Werke. Jede Sinfonie von Beethoven ist eben eine andere. Sie können die fünfte und die sechste überhaupt nicht miteinander vergleichen, die achte nicht mit der siebten und die neunte sowieso nicht. Das heißt also, bei der zehnte hätte Beethoven eine vollkommen neue Konzeption, die er gar nicht kannte, denn er hat es ja noch gar nicht komponiert, und das können wir gar nicht antizipieren. Was wir können, was Computerprogramme können, ist na, so etwas, wovon es sehr viel gibt, also es gibt ja 555 Scarlatti-Sonaten, dann schreibt er eben halt noch eine. Ja, vielleicht kann das irgendwann ein Computer und dann haben wir halt noch mehr Scarlatti-Sonaten. Nur, das ist doch nicht das, was wir heute brauchen. Wir erwarten tatsächlich... Brauchen ist ja noch was anderes. Ja, gut, aber das wäre jetzt eine ästhetische, normative Frage. Das ist eine normative Frage. Wir können natürlich, wir können das sagen, es gibt 100 Haydn-Sinfonien, dann gibt es 200. Gut. Ich würde sagen, brauchen wir nicht, sondern es ist durch die Normativität der Moderne dazu gekommen, dass wir Individualwerke brauchen. Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn die KI, Moment, ich erwarte ja von der KI etwas, die soll uns überraschen. Nee, ja, das erwarten Sie. Ja, ich, ja. Ja, aber ich glaube, die Erwartung... Die soll mich zumindest nicht langweilen. Nein, das leuchtet mir ein. Aber die Erwartung, die, glaube ich, viele dieser Entwickler hegen, wenn sie solche Computerprogramme füttern, weiterentwickeln, mit sehr viel Geld ausstatten, ist etwas anderes. Ich glaube, sie erwarten, dass eben die Computer in der Lage sind, die klassischen Werke so gut zu verstehen, dass sie Rekombinationen davon herstellen können. Und warum erwarten sie das? Weil es natürlich in gewisser Weise so eine Art, wie soll man sagen, vertrauensbildende Maßnahme ist. Computer, wo sind die eigentlich? Wo ist denn diese digitale Technik eigentlich? Wir führen diese Handys, diese Computer ständig in der Hosentasche mit uns, verstehen aber gar nicht, was da drin eigentlich vor sich geht. Das ist ja letztlich eine sehr, also finde ich jedenfalls, eine sehr unheimliche Technik. Und in dem Maße, in dem der Computer in gewisser Weise humanisiert wird, in dem er vorführt, was er alles über uns, unsere Geschichte, unsere ästhetischen Vorlieben weiß, beginnt sich das Bild, das wir von der digitalen Technik haben, auch zu verändern. Und ich glaube, dass das im Kern ein Anliegen dieser ganzen KI-Produzenten, die sich im Kunstsektor bewegen, im Kern eines wichtiges Anliegen ist, dass sie eben diese Vermenschlichung, diese Vergeistigung der Technik suchen. Und da kommt natürlich dann wieder der Gottesgedanke ins Spiel. Also dass es darum geht, zu zeigen, Computer, Maschinen sind eigentlich wie wir. Also, leuchtet Ihnen nicht ein? Doch. Also wir haben im Vorfeld einen medientheoretischen Unterschied zwischen den visuellen, sozusagen objekthaften Künsten. Also man hat ein Bild, eine Skulptur oder eine Installation, also irgendetwas im Raum festgestellt, und die Musik und Literatur funktionieren anders. Ne? Literatur, das ist ein Text, und die Musik ist, naja, fast, ist einerseits auch ein Text, aber ist auf jeden Fall etwas, was in der Zeit sequenziell läuft. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie ein Computer, also abgesehen davon, dass Computer nicht verstehen, weil verstehen ist eine hermeneutische Sache. Jetzt machen wir mal das Experiment. Wir geben dem Computer ein Ausgangsmotiv und sage, komponiere weiter. Nicht mehr und nicht weniger. Jede weitere Information über die Tonart, über das Tempo, über den Charakter, wären ja schon unsere Eingriffe. Also wenn, dann erwarte ich von einem Computer, dass er dann schon das alleine hinkriegt. Mhm. Und ich gebe ihm Folgendes. Und nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, was macht der? Hat er jetzt Zugriff auf alle Archive? Hört er sich dann im Internet die ganzen Sachen an? Hat er MIDI-Dateien über die Noten und so weiter und erkennt, das ist Beethoven? Naja, hoffentlich erkennt er das nicht, weil dann fängt er nämlich an, Beethoven zu imitieren. Jetzt ist das so, ein Komponist, der so anfängt, hat eine Setzung, die ist arbiträr, die könnte auch eine andere Setzung sein. Jetzt muss er weitermachen und muss eine Entscheidung treffen. Ich kann nämlich nach diesem Motiv etwa... Also es gibt mindestens 100 verschiedene Möglichkeiten, weiterzumachen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Also erstmal ist das ja C-Moll. Das könnte aber auch genauso gut S-Dur sein. Es könnte sogar G-Moll sein, nämlich. Das heißt also, aus diesem Motiv wissen Sie noch nicht einmal die Tonart. Es gibt also dann mindestens drei Möglichkeiten, dass, wenn man das tonal weiter komponieren wollte. Aber ich könnte es aber auch atonal weiter komponieren. Ich könnte daraus auch eine monotone Techno-Variante machen, nämlich
So, das jetzt erstmal 100 Mal, ja, das müssen Sie sich vorstellen, und dann plötzlich wieder 100 Mal, oder sagen wir mal 99 Mal, dann so, und jetzt kann ich diesen Tritonus natürlich auch beliebig repetieren. Also, in jedem Augenblick habe ich jetzt als Musiker Entscheidungen getroffen, oder als Komponist, wie ich weitermache. Und ein Computer müsste das auch machen. Das Komponieren ist nämlich nichts anderes als eine Sequenz von Entscheidungen. Entscheidungen sind aber intentional, absichtlich, bezüglich einer Gesamtidee, einer Gesamtform, einer Gesamtphrase. Und ich unterstelle, dass es vielleicht eines Tages möglich sein könnte, dass es einen Algorithmus gibt, der so entwickelt ist, dass tatsächlich wie bei einem Schachprogramm ja, diese ganzen Möglichkeiten, die es dann gibt, die übrigens dann ins Astronomische gehen, also wenn Sie es mathematisch durchrechnen, es ist unfasslich, wie viele Möglichkeiten es da gibt, dass er das wirklich kann. Das Problem ist nur, Sie brauchen dafür das entsprechende Programm. Sie müssen dann diesen super Algorithmus geschrieben haben. Und ich behaupte einfach, es wird niemanden geben, der das tut. Und zwar deswegen, weil es dafür keine Motivation gibt. Wir brauchen es nicht. Das ist meine Gegenthese. Es mag in der bildenden Kunst tatsächlich jetzt so zu sein, dass diese KI dort einen Ort gefunden hat, in der Auseinandersetzung mit der Kunst. Aber die KI hat keinen Ort gefunden im Tanz, keinen Ort gefunden in der Literatur und auch nicht in der Musik, weil es dort nur eine ganz minimale Hilfsfunktion ausfüllt. Aber Sie unterscheiden in Ihrem Buch ja auch sehr stark zwischen unterschiedlichen Funktionen von Musik. Und wenn Sie sagen, das braucht niemand, dann ist ja immer die Frage, auf welche Funktion gucken wir. Also Filmmusik beispielsweise ist ja ein wichtiges Thema, das immer wieder aufgenommen wird, bei Ihnen in unterschiedlicher Weise diskutiert wird. Und da ist es meines Wissens mittlerweile schon üblich, dass man sagt, also man greift nicht nur auf die von Ihnen erwähnten Archive bestimmter Sound-Samplings oder wie man das dann nennt, oder bestimmter Klangdateien zurück, sondern man versucht auch, die Computer in dieser Hinsicht zu entwickeln, dass man sagt, der soll erkennen, um was für eine Szene handelt es sich und was wäre möglicherweise ein angemessener Klang dafür. Das ist so eine Idealvorstellung. Das ist dann aber auf so einer ganz, ja, also letztlich Rationalisierungsebene. So kennen wir ja Computer, so werden sie eingesetzt. Sie werden programmiert, um Probleme zu lösen, ja, oder zu rationalisieren, um Dinge zu beschleunigen, zu demokratisieren, keine Ahnung. Das ist so der klassische Fortschrittsbegriff. Was mir ja besonders bemerkenswert erscheint an diesen KI-Projekten und der Prominenz, die sie auch teilweise besitzen, dass es eben nicht mehr um Problemlösung geht, weil Kunst ist ja letztlich keine Art von Problem, das gelöst werden müsste. Es ist auch kein Sportwettbewerb, wo man sagen kann, da ist jetzt einer schneller gelaufen als der andere, sondern es geht ja, wenn überhaupt, dann eher darum, Probleme zu schaffen, wo keine sind. Und jetzt einen Computer so zu programmieren, dass die Dinge sozusagen afunktional, dysfunktional nicht gestaltet, aber dass er einen Reiz darin erkennt, nicht zu funktionieren, sich zu verweigern, Erwartungen zu brechen und nicht zu erfüllen, das ist doch. Also jetzt ganz abgesehen davon, ob der das kann oder nicht, ist doch interessant, dass Computeringenieure, Programmierer sich das als Aufgabe vorgenommen haben. Eben diese Art von Störung auch als etwas, als eine Aufgabe zu begreifen, die sie ihren Computern in irgendeiner Weise nahebringen wollen. Okay, jetzt komme ich Ihnen entgegen. Es gibt es ja. Also, zunächst einmal der Filmkomponist, glauben Sie mir, das sind so gute Musiker, die haben die Ideen im Kopf, die müssen nicht vorher einen Computer fragen, kannst du mir dabei helfen, sondern die brauchen das nur für den Soundtrack. Aber es gibt natürlich seit Xenakis die Tradition des statistisch-stochastischen Komponierens. Das heißt, Xenakis ist ein Komponist, der von der Architektur kommt, der überhaupt keine klassische Ausbildung hat und der gesagt hat, ich arbeite mit Massenstrukturen, die ich mathematisch steuere. Und so klingt auch diese Musik. Sehr individuell, ein genialer Ansatz, er hat das erfunden. Und aus diesem Ansatz ist tatsächlich das sogenannte algorithmische Komponieren, das es ja gibt, auch entstanden. Das heißt, es ist eine ganz bestimmte Richtung. Also stellen Sie sich vor, Sie organisieren ein Streichorchester mit, da gehen wir mal davon aus, Sie haben 50 Streicher und die machen die alle alle spielen individuell. Okay.
Toll, können Sie das nochmal machen? Also im Grunde sind es Granulationsklänge. Die Details sind überhaupt nicht wichtig, sondern der Masseneffekt. Und jetzt will ich, dass der sich peu à peu entwickelt in... Was heißt also? Das ist eine sogenannte Prozesskomposition. Ich gehe also mit einem relativ punktuellen Granulations, also so eine Art von Staubidee über in eine, sagen wir mal, eher fließende, wie so Nebelschwaden, die durch den Raum gehen. So, ich will von dem einen zu dem anderen und zwar ganz kontinuierlich. Und ich kann tatsächlich das einem Computer beibringen, dass er mir so weiter behilft, weil im Grunde könnte ich das alles ausrechnen. Ich kann das mit dem Taschenrechner ausrechnen, jede einzelne Note, wie sich das alles entwickelt. Das ist selber nicht kompliziert und wenn ich relativ gut bin, und das hat Xenakis auch schon angefangen damit, dann kann ich das einem Computer geben und der rechnet mir das aus. So, dann sind wir tatsächlich bei computerunterstützter Musik. Ob das jetzt so ein KI-Musik ist oder so, das sollen dann bitte die Philosophen entscheiden. Das gibt es tatsächlich, ist aber ein ganz bestimmter Stil und hat gerade nichts mit der Tonalität zu tun. Es hat gerade nichts mit der klassischen Musik, so wie wir sie kennen, auch nicht mit der Popmusik zu tun, sondern da passiert tatsächlich eine Art von Klangbewegung, die sie theoretisch ausrechnen können, und die frühen Sachen von Xenakis sind so ausgerechnet worden, die wir jetzt den Computern überlassen. Und ich habe mit den Leuten geredet, die das machen. Wie läuft das ab? Die sagen, okay, ich habe ein Ausgangsmaterial, dann programmiere ich meinen Computer, er soll in diese Richtung gehen. Okay, dann höre ich mir das an, ob mir das gefällt. Dann sage ich mir, nein, das gefällt mir nicht, dann ändere ich ein paar Parameter, dann geht er in diese Richtung. Und ich spiele dann mit den Parametern so lange, bis der Computer mir eine Sache ausrechnet, die ich dann auch wirklich haben will. Das heißt also, die subjektive Kontrolle und die Intentionalität ist noch dabei, weil ich durch den Computer verschiedene Varianten ausrechnen lasse. So, und da fängt es an, da wird es erst interessant. Wenn Sie das weiterentwickeln und professionalisieren, und es gibt ja sowohl im IRCAM in Paris als auch in Amerika ja durchaus Leute, die das können, die das machen und auch Gelder, nicht? Das sind ja wahnsinnig teure Forschungsprojekte, und wenn das jetzt hier in Hamburg auch passiert, wunderbar, dann geht das in diese Richtung. Ich finde, Sie legen die Latte sehr hoch, ja, vielleicht, natürlich. Vielleicht höher, als Sie die meisten Filmproduzenten legen würden. Denn wenn ich mir angucke, was alles gerade im Serienbereich vertont werden muss, gibt es wahrscheinlich gar nicht so viele Komponisten und es würde sich dort schon lohnen, KI einzusetzen. Mit anderen Worten, man braucht sie. Wir waren ja bei der Frage, braucht man das eigentlich? Und ich würde dann aber nochmal etwas abrücken von diesen ganz konkreten Gebrauchsfragen und sagen, braucht man es vielleicht eben in einem metaphysischen Sinne? Und da habe ich mir auch für das Buch nochmal angeguckt, was eigentlich im Silicon Valley so für Ideen umlaufen, was für Heilserwartungen, um es mal so zu nennen, entwickelt werden. Und vieles, interessanterweise, geht so auf die Hippie-Kultur zurück. Und es gibt eine ganz starke Hoffnung, dass Natur und Technik wieder eins werden. Das drückt sich interessanterweise auch in diesem großen Ring aus, der von Apple errichtet worden ist. Apple Park heißt es übrigens, das Gebäude. Also Park im Sinne von ja, Park, so wie bei uns. Und mittendrin, also die Weltzentrale eines der wichtigsten, teuersten Unternehmen der Welt, ist ein Park im Inneren und es wachsen Bäume dort. Also dieses Aufgehen in der Natur ist etwas, was man in diversen Schriften findet. Und die Vorstellung, die dahinter ist, hört sich sehr esoterisch an, ist aber, glaube ich, von vielen wird es ernst gemeint, dass die Evolution nicht am Ende ist. Wie kommen wir dazu, zu der Vorstellung, die Evolution wäre am Ende? Warum sollte sie? Sie braucht nur Hilfe, um sich weiterzuentwickeln. Und indem wir Wesen schaffen, nämlich die KI-beseelten Wesen, die dann auch kunstfähig sind, hat die Evolution ein Medium, so die Vorstellung, ein Medium, in dem sie ausdrücken kann, was begehrt wird. Also diese Hoffnung auf Konvergenz, wieder eintreten in einen großen globalen Zusammenhang, ist ja auch etwas, was letztlich göttliche Fantasien immer geprägt haben, die Rückkehr ins Paradies, das Einvernehmen sozusagen, ist etwas, was stark dort entwickelt worden ist. Kann man sagen, ist doch alles Quatsch.
Aber da, wenn man sich fragt, woher kommen eigentlich diese Energien, was treibt die Leute eigentlich an, kommt man, glaube ich, relativ schnell zu solchen Fantasien oder zu solchen Bedürfnissen. Und da würde ich sagen, da wird dann offensichtlich die KI doch gebraucht, um bestimmte Transzendenzhoffnungen zu befeuern. Also gut, jetzt wird es philosophisch, weil Sie von Evolution sprechen. Man kann in der, also die Evolutionstheorie, die eigentlich von Darwin sozusagen initiiert wurde, ist in der Zwischenzeit eine derart weit entwickelte Wissenschaft, dass man damit die gesamte Welt erklärt. Also vom Urknall, Entstehung, von Elementen, dann eben von Nebeln, dann eben von Sternen, Planeten, Galaxien und so weiter. Und dann haben wir einen Planeten und dann entsteht da also irgendwann Leben und das braucht dann sehr lange und dann gibt es irgendwann Wesen, die können sich bewegen, weil sie Muskeln haben und weil sie Muskeln haben, brauchen sie Nervenzellen und dann entwickeln sich irgendwann Gehirne und die Gehirne entwickeln sich dann so weit, dass wir dann beim Homo sapiens sind. Und der Homo sapiens am Anfang, also ich mache das jetzt wirklich so ein bisschen grundschulhaft. Und der Homo sapiens ist ja zunächst einmal ganz alleine, also mit anderen, aber er braucht eine Verbindung und entwickelt so etwas wie die Sprache. Jetzt haben wir etwas, Sprache ist der Beginn für Luhmann. Für Luhmann ist die Sprache der Beginn eigentlich der Gesellschaftsbildung. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich in der Evolution etwas, was es vorher nicht gab, nämlich die Sprache. Die Sprache gehört nicht mehr dem einzelnen Homo sapiens, sondern ist eine Verbindung. Und wenn sich dann die Gesellschaft entwickelt, dann gibt es ja nicht nur diese Sprache, sondern das, was auch in der Sprache ausgedrückt wird, also Mythen, Erzählungen, Ideen, Semantiken, übrigens auch logische Strukturen in der Grammatik und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann hat sich die Hochzivilisation entwickelt bis heute. Und dann kommt die Wissensgesellschaft ab dem 19. und dann im 20. Jahrhundert. Und es ist vollkommen klar heute, dass das, was wir wissen aus der Physik, aus der Biologie, aber auch aus der Geschichte, kaum noch auf eine einzelne Person, also auf einen großen Denker oder einen großen Wissenschaftler, so wie naja, noch Marx oder Freud oder Einstein zurückzuführen ist, sondern es sind immer Kollektivleistungen. So, und jetzt wird es ganz interessant mit dem Internet. Mit dem Internet wird plötzlich ein Weltwissen, zumindest die Verfügbarkeit der Informationen, weltweit zugänglich gemacht, sodass alle Menschen, theoretisch alle, in kürzester Zeit über das iPhone sich bei Wikipedia Informationen bekommen können. Das heißt also, die Gehirne, die am Anfang relativ einfach waren, werden immer mehr mit Informationen gefüttert, aber gleichzeitig auch synchronisiert. Und damit entsteht, könnte man sagen, nach der Emergenztheorie eine neue Ebene, die es vorher einfach nicht gibt, die man also vor 200 Jahren oder vor 2000 Jahren auch nicht einmal hätten antizipieren können. So, und jetzt kommt neben den Computern und dem Internet, kommen jetzt noch Computerprogramme, die dann auch immer leistungsfähiger werden, die sich dann selbst gegenüber optimieren. Und jetzt müssen wir aufpassen, das ist auch die Faszination, auch die Angst, ja, was geschieht mit denen? Nicht, dann gab es ja die Theorie, die befreien uns jetzt alle, weil das alles demokratisch ist. Heute wissen wir, dass in China damit ein Milliardenvolk unterdrückt wird. Das hat offensichtlich immer zwei Seiten. Wir wissen, dass mit solchen Fake News Wahlen manipuliert wurden. Und Putin hat das gemacht in Amerika. Aber nicht? Wissen Sie, warum... Moment. Ja, ja, aber verstehen Sie, so, und jetzt müssen wir wissen schlicht und einfach nicht, was diese sich ausbreitenden Chips, ne, in der ganzen Welt, ja, die sich alle vernetzen und zu einer Superstruktur zusammenwachsen, was da in den nächsten 20, 30 Jahren passiert. Ich würde das gerne nochmal auf die Kunst zurückführen und erklären, warum mir bestimmte Theorien, die im Silicon Valley ausgebreitet werden, zwar irgendwie sehr esoterisch vorkommen, aber doch dementsprechend, was auch die Kunst im Moment in weiten Teilen bewegt. Und da kommen wir auch nochmal zu einem Begriff, über den wir noch sprechen wollten, nämlich die Autonomie. Dass ich sehe, dass diese transhumanistischen Ideen, die Vorstellung, dass der Mensch sich selbst überwinden kann, dank der Hilfe von Maschinen, nicht nur optimieren kann, sondern auch vielleicht selbst überwinden kann, dass die eine unglaubliche Popularität gewinnen. Beispielsweise auf der Venedig-Biennale, wo es sehr viel darum geht, eben neue Mischformen zu erkunden und zu sagen, Mensch, wir als Menschen, wir glauben immer, wir sind was Besseres, wir sind autonom, unabhängig von dem und haben ein Bewusstsein. Nein, sagt diese transhumanistische Bewegung. Auch die Pflanzen haben natürlich ein Bewusstsein, auch die Tiere sowieso. Und im Prinzip liegt unsere Zukunft in der Verschmelzung.
Und auf andere Weise sieht man diese Verschmelzung jetzt auf dem zweiten großen Kunstereignis, auf der Documenta, wo es ganz stark um die Ablösung des Individuums geht, um die Vorstellung, alles könnte im Kollektiv, also sozusagen in einem großen Körper der vielen Köpfe generiert werden, diskutiert werden, produziert werden. Und das sind alles so Bewegungen, wo man versucht, die klassische Individualität, wie sie seit der Renaissance entstanden ist, diese Ich-Vorstellung, zu überwinden. Und genau daran arbeiten dann wiederum auch diese KI-Forscher, zu gucken, wie können wir ein Wesen erschaffen, das schlauer ist als wir, das uns überwölbt, das uns sozusagen dann wiederum gottgleich gegenübertritt. Also da gibt es interessanterweise eben diese Postautonomie. Es gibt viele Theoretiker, die sagen, Autonomie können wir abhaken. Sie zum Glück in Ihrem Buch halten ein starkes Plädoyer dafür an dieser Autonomie-Idee. Ja, gut, festzuhalten. Ja, genau, weil es nämlich jetzt politisch wird. Im Grunde ist das der Übermensch von Nietzsche, der technologisch erzeugt wird. Ja. Und da müssen wir halt uns fragen, wollen wir das? Also wenn wir uns als Menschen, und zwar auch als moralisch, nicht nur als moralische Menschen, sondern als juristisch verantwortliche Menschen abschaffen wollen, dann übergeben wir uns, ja, wem? Einem Putin, einem Xi Jinping, einem Donald Trump, einem Apple-Imperium? Wollen wir das? Und ich habe das auch angesprochen, ich habe mir sowohl die Documenta angeschaut, die ich unmöglich fand übrigens, und letzte Woche war ich in Venedig, das fand ich schon wesentlich besser. Ich habe es auch nicht so transhumanistisch betrachtet, sondern eigentlich eher als ein feministisches Projekt. Und da muss man abwarten, wenn halt jetzt mal nur die Frauen sich darstellen, wie das wird und wie sich das mit der Zeit dann auch ausbalanciert. Sie haben den Katalog noch nicht gelesen. Da geht es sehr stark darum. Ja gut, also nochmal, meine Frage ist, das sind ja auch Kuratoren, die bestimmen, was für ein Thema eine große Ausstellung oder ein großes Ereignis wie die Biennale hat. Und dann kann man sich natürlich auch mal fragen, ist das eigentlich ein deren Projekt oder ist es wirklich das, was die Menschen ja, umtreibt? Das kann man schon als Symptom begreifen. Ja, als Symptom. Ja, gut. Aber wissen Sie, wenn jetzt kommt und Leute sagen, also auch Pflanzen haben ein Bewusstsein, nein, haben sie nicht. Das ist natürlich, Sie können mit Nerds nicht über Computer reden. Sie können mit Anhängern der Homöopathie nicht über Homöopathie reden. Sie können mit der AfD nicht über den Ukraine-Krieg reden. Und mit Frau Wagenknecht können Sie nicht über Demokratie reden. Es gibt einfach bestimmte Leute, die sind aus meiner Sicht so extrem in ihren Auffassungen, dass ein rationales Gespräch nicht möglich ist. Und das wäre sozusagen jetzt erstmal mein Einwand. Mhm. Aber was mich gewundert hat bei der Lektüre Ihres Buches, dass sie zwar die Autonomie sehr stark, die künstlerische Autonomie sehr stark verteidigen, gleichzeitig aber den Geniebegriff abräumen, habe ich ja eingangs gesagt, weil der Geniebegriff ja stark an diese Autonomievorstellung gebunden ist. Nicht? Nein, also nein. Die Vorstellung, ganz kurz, ja. Taucht ja auch, um nochmal wieder den Bogen zum KI zu schlagen, auch in diesen KI-Forschungen immer wieder auf. Also es ist ein Faszinosum, dass man nicht mehr, dass die Computerprogramme so komplex sind, dass selbst die Programmierer am Ende nicht mehr nachvollziehen können, warum der Computer zu einer bestimmten Entscheidung, ästhetischer oder welcher Art auch immer, gelangt ist. Man nennt es dann das Blackbox-Phänomen. Also es passiert etwas in dieser Kiste und wir können nicht nachvollziehen, warum eine bestimmte Entscheidung gefällt worden ist. Und das lädt natürlich ein dazu, auch im Computer dann so ein neues Genie zu erblicken, das kann Dinge, das ist einer der Gründe, glaube ich, auch, warum man plötzlich sagt, der Computer soll uns ein neues Bild von Rembrandt oder die 10. Symphonie, also das schließt so an diese als Genies verehrten Großkünstler, in der Hoffnung, dass man den Computer dann auch in gewisser Weise als ein solches Überwesen begreift. Aber nochmal zu der Frage, warum für Sie das Genie eigentlich so überlebt ist, warum also das noch Thema ist für Sie überhaupt. Naja, also es ist, weil das in der Musik sehr stark ist. Es ist weiterhin der Geniekult bei den Komponisten und bei den Dirigenten und bei bestimmten Interpreten, vor allem Pianisten, wo man sagt, mein Gott, also dieses Bild Mozart kommt direkt von Gott. Also die Hand, mit der Mozart geschrieben hat, ist direkt von Gott geschrieben. Das ist eine Vorstellung, die hat sich entwickelt im 18. Jahrhundert. Also der erste, der vergöttlicht wurde, war Händel, dann wurde Bach vergöttlicht, dann wurde Mozart, dann Beethoven sowieso, Wagner und das ganze Programm. Heute nennt man das nicht mehr so, aber ich könnte Ihnen einige Genies aus der Klassikszene nennen. Sagen Sie mal. Nein.
Ja, und dann ins Internet. Nein. Da kriege ich dann morgen ein Schreiben vom Rechtsanwalt. Nein. Dieser Geniekult, übrigens auch sehr männlich, hält sich. Und ich versuche einfach nur zu erklären, wie man komponiert. Dazu kann man ein tiefschöpferischer, genialer Mensch sein. Aber das ein Genie zu nennen oder das zuzusprechen, Genie im Sinne einer unerklärlichen höheren Instanz mit fast einem direkten Kontakt zu Gott, ist genauso falsch wie die Behauptung, das Komponieren bestünde nur aus so abstrakten Regeln, dass ein Algorithmus es machen könnte. Das ist die eine Seite gegenüber der anderen. Also einerseits ist die komplette Irrationalität des Genies und auf der anderen ist die komplette Rationalität eines Algorithmus. Und beides ist falsch, weil die Wahrheit in der Mitte liegt. So, und mit Autonomie meine ich was ganz anderes. Mit der Autonomie meine ich nichts anderes als Max Webers soziologischen Begriff der Autonomie. Das heißt, der Künstler oder die Künstlerin darf machen, was er oder sie will. Und zwar nicht, weil ein Staat das sagt oder eine Partei oder auch ein Kurator. Und das ist das Problem. Und wenn jetzt viele Künstler, weil sie auch finanziell gelockt werden oder mit Aufmerksamkeit, mit Berühmtheit gelockt werden, sagen, ja, du darfst da auftreten, aber du darfst nicht machen, was du willst, sondern du musst das machen, was ich dir sage, dann ist es eine sehr, sehr gefährliche Situation. Es ist quasi die autonome Entscheidung dann der Künstlerinnen und Künstler, ihre Autonomie aufzugeben. Richtig, genau. Das ist dann so eine Art von Masochismus, nicht? Also ich akzeptiere, dass ich vergewaltigt werde, zum Beispiel. Also ich habe es mal übertragen auf eine Ehe. Das ist ein sehr krasses Beispiel, ja, aber das gibt es in Eheszenen durchaus, dass man sagt, mein Mann ist zwar hart, aber ab und zu muss ich das ertragen. Nein, also die Frage ist natürlich, wenn Künstler tatsächlich bewusst ihre Autonomie aufgeben, ja, dann sollen sie das tun. Ich finde das nicht gut. Und ich glaube auch, das wäre eben mein Punkt, ich glaube auch nicht, dass das zuträglich ist gegenüber dem Endprodukt. Aber sie tun es doch oft. Es ist ja auch schon eine lange Diskussion. Also die Avantgarden, die russischen Avantgarden beispielsweise, wollten ja auch aus diesem Autonomiebegriff ausbrechen, weil sie sagten, wir wollen wieder gebraucht werden. Wir wollen gesellschaftlich wirksam sein. Das ist ja auch das Motiv sehr vieler Künstlerkollektive, die jetzt in Kassel zu sehen sind. Wir wollen wirksam sein, sozial wollen wir irgendwie wirksam sein. Wir wollen politisch uns aufladen. Da ist uns doch die Autonomie völlig Schnuppe. Hauptsache, die Kunst wird irgendwie gebraucht. Ist das nicht ein Argument gegen diese Art von Autonomie, die Sie verfechten? Das Problem ist halt eben, also wenn ich jetzt mit Adorno kommen darf, dass natürlich politische Kunst in der Regel auch keine gute Kunst ist. Sorry. Aber Sie plädieren ja in Ihrem Buch durchaus auch dafür, dass sich gerade der Klassikbetrieb, um das mal so zu nennen, stärker den Aktualitäten öffnet, den politischen Geschehnissen öffnet, der Gesellschaft öffnet, also da auch eine Bewegung reinkommt. Das würde ja wiederum eher für eine Politisierung sprechen. Ja, ich würde zunächst mal noch nicht das von Politisierung sagen, sondern überhaupt von Kulturalisierung. Okay. Weil wir haben in der neuen Musik, oder in der sogenannten neuen Musik, haben wir ein Rätsel, das man nicht lösen kann. Warum will das keiner hören? Wir lesen moderne Literatur. Selbst so schwierige Sachen wie Proust und Joyce. Und selbst Arthur Schmidt. Es gibt Leute, die lesen das tatsächlich. Ne? So. Dann, wir gehen in die Museen. Wir gehen in die Dokumente. Wir schauen uns das alles dauernd an. Wir haben auch modernes Tanz. Nur bei den modernen Klängen. Wir akzeptieren sie höchstens in Heavy Metal, in Techno, harten Techno und natürlich in Rockmusik. Da haben wir auch diese scharfen Klänge, die dissonant sind. Da leben wir sozusagen unser Dissonanzbedürfnis aus. Wenn wir aber in ein Konzert gehen mit normalen Instrumenten, auch mit Live-Elektronik oder mit Orchester und in der Oper, da wollen wir die heile Welt von früher haben. Und die ganzen pädagogischen Versuche, dass man auch neue Musik spielt, dass auch ein Orchester durchaus das Publikum ein bisschen erziehen kann. Das war immerhin noch der Anspruch derer, die nach dem Zweiten Weltkrieg jung waren und dann in die Position kamen, als Dirigenten und als Intendanten. Diese Generation ist komplett verschwunden. Und was wir jetzt haben, ist eine weitere Musealisierung, vor allem in Amerika. In Amerika hören sie nur noch tonale Musik. Also die moderne Musik ist nur noch tonal, während immerhin früher wurde Cage gespielt oder Elliot Carter oder Morton Feldman, die haben die großen Aufträge bekommen von den ganz großen Orchestern. Es ist heute undenkbar, dass ein Avantgarde-Komponist von denen irgendeinen Auftrag bekommt. Das heißt also, hier würde ich sogar sagen, das ist keine Verbürgerlichung, das ist letztendlich eine kulturelle Regression. Mhm.
Und das ist aber ein Spezialfall, weil, und das ist ein Rätsel, warum diese atonale Musik, die wir ja durchaus schätzen, zum Beispiel bei Horrorfilmen, ne, das ist ja, dann muss ja dann atonal sein, oder wenn Sie an Jim Kubrick filmen, ne, da ist dann Ligeti drin und Penderecki, da haben Sie die modernsten Klänge von damals gehabt. Und wenn heute Titanic untergeht, dann haben Sie halt irgendwie so einen Stravinsky-Verschnitt, Blockbuster-Musik, die halt irgendwie gesellschaftsfähig ist. Und wie ich in meinem Buch erwähne, als ich 2000 eine Reise durch China machte und ging dann in einem großen Volkspark aufs Klo und hörte die Musik von Titanic, da dachte ich mir, nee, also hier stimmt irgendwas prinzipiell nicht. Liegt es vielleicht daran, dass es jedenfalls ein Diskurs, der in der bildenden Kunst sehr stark ist, dass Partizipation, Beteiligung, Einbeziehung, Inklusion immer wichtiger wird? Also der Umgang mit dem Publikum, die alte Vorstellung, vorne sitzt das Orchester, alle anderen sind dazu verdammt zuzuhören, dass das so eine Rollenaufteilung ist, die nicht mehr so akzeptiert wird und die vielleicht auch gerade dann nicht akzeptiert wird, wenn es um Dinge geht, die etwas unbequemer, unbekannter sind. Ich sehe nur, dass es sehr viele Leute gibt, die auch gerade bei diesen spielerischen Formen, wie sie dann im Internet entwickelt werden, sehr stark auch an Kompositionsfragen, in Anführungszeichen schwacher Komposition, interessiert sind. Ich erinnere an ein Beispiel, das sich in Japan zu so einem wahnsinnigen Erfolg entwickelt hat, Hatsune Miku, so eine letztlich ein Hologramm, könnte man sagen, eine Fiktion, tritt aber auch als auf Bühnen dann auf und alle sind quasi per Open Access oder also mit einer Software, die für alle zugänglich ist, aufgerufen für diese Figur Lieder zu schreiben, Texte zu schreiben, die dann eben von dem Computerprogramm auch aufgeführt wird. Es gibt mittlerweile hunderttausende Lieder für diese Figur, sehr disparates Phänomen, aber offensichtlich gibt es da doch so die Bereitschaft, plötzlich sich nicht nur als Fan zu verstehen, sondern auch als Mitschöpfer zu verstehen. Oder ist das völlig abwegig, das für die, naja gut, man muss für das zu anzuwenden, diese Entwicklung auf das zu beziehen, was sie ja so als restaurative Tendenz ja Klassik betrieben. Muss man abwarten, ob das überhaupt kunstfähig ist. Ich meine, das Mitmachtheater, das gab es schon auch in den pädagogischen Bewegungen der 70er Jahre. Also, da pflegen Sie jetzt einen sehr elitären Kunstbegriff. Ja, Moment mal. Also nein, das wollte ich gerade sagen, weil Sie sagen, Leute möchten mitmachen und nicht nur einfach zuhören. Also, Simon Rattle vor 3 Wochen in der Philharmonie, das war ausverkauft und die Leute waren begeistert. Helene Fischer, 100.000 Leute, die sind nicht interaktiv. Gut, waren schon, aber nicht alle so begeistert. In der Regel sind sie begeistert. Oder wenn die Madonna auftritt. Also bei den Popkünstlern ist es natürlich so. Und sie können dann nicht von Interaktion sprechen, nur weil die Leute irgendwie mitzucken. Also, oder mitwippen oder irgendwie mittanzen. Das ist keine Interaktion, sondern das ist natürlich nichts anderes. Es ist die Bühne und das ist das Publikum. Also deswegen wäre ich mir auch gar nicht so sicher. Natürlich gibt es irgendwie immer auch alles, ja. Und diese Immersionsidee, nicht? Das ist natürlich auch so was semi-pornografisches, nicht? Also ich will irgendwie mit meinem Körper da irgendwie dabei sein und das soll mich affizieren. Und die Musik geht natürlich dann auch in die Vibration hinein. Das ist ja auch die Faszination, die von Technomusik ausgeht, weil die Technomusik ja als Musik ja eigentlich ziemlich langweilig ist. Aber sie ist eben ein körperliches Phänomen und gar nicht so sehr ein akustisches Phänomen. Aber jetzt nochmal zu diesem Klassikbereich. Was wir im Klassikbereich haben, und ich rede davon nicht einmal von der neuen Musikszene. Das ist so marginal, dass sie eigentlich auch keine Rolle spielt. Sondern wir haben in Deutschland, in Europa, im Westen, aber in der Zwischenzeit auch in China und in Japan, wir haben immer mehr klassische Orchester. Und sie werden auch immer besser. Und sie können die schwierigsten Stücke, also Lavals zum Beispiel von Ravel, sie können das alles, Le Sacre du Breton, sie können das alles spielen und zwar auf dem allerhöchsten Niveau. Und das ist zunächst einmal auch eine Kulturhöhe. Das wollen wir ja auch gar nicht missen. Und wenn jemand es schafft, auch ein relativ kleines, eine kleine Oper in der Provinz den gesamten Ring aufzuführen, von Wagner oder die Soldaten von Zimmermann in der Zwischenzeit, die vor 50 Jahren als unspielbar galten, dann haben wir da einen gewissen Fortschritt.
Und er ist vollkommen legitim. Also wir können auch nicht sagen, das ist jetzt wie Bourdieu nichts anderes als die Selbstbespiegelung einer gewissen gesellschaftlichen Schicht. Das wäre aus meiner Sicht völlig arrogant, weil es auch immer welche gibt, die nicht zu dieser Schicht gehören und trotzdem diese Kunst toll finden. Nicht? Also da wäre ich ganz vorsichtig mit Bourdieu. Das ist typische französische intellektuellen Arroganz. Nicht? Foucault hatte das ja auch. Nicht? Da wäre ich also ganz, ganz vorsichtig. Es gibt aber tatsächlich diese Spaltung im 20. Jahrhundert zwischen der Popmusik, die allgegenwärtig ist und die auch natürlich ganz einfache, musikalisch einfach ist und deswegen verständlich ist und repräsentiert ist von Menschen, die auf der Bühne sind. Das können Sänger und Sängerinnen sein, das können aber auch Gitarristen sein, also reale Menschen. Und was lieben die Menschen? Sie sind Schauspieler, Sänger, also Deutschland sucht den Superstar und Sportler. Das heißt also, Shooter. Was? Nein. Also Leute, die sozusagen mit ihrer körperlichen Existenz präsent sind. Und vor 2 Jahren lief ich durch die große Allee am Forum Romanum in Rom und es war abgesperrt und dann durften wir durchlaufen und dann schrie plötzlich eine deutsche Touristin, da ist er! Und ich sagte, und wer ist da? Ja, Sie. Nein, Tom Cruise. Und tatsächlich, es war Tom Cruise, der lächelt übrigens immer so, wie er immer lächelt. Ja? Also das heißt also, diese Identifikation, also man ist in Rom und dann kommt plötzlich Tom Cruise und dann sind die Leute, kriegen dann einen Eisprung oder sonst irgendetwas. Nicht? Also das heißt also, die Identifikation natürlich mit realen Menschen ist, und das ist in der Musik sehr, sehr stark. Also deswegen die Kraft, diese Ausstrahlung von, vor allem von Sängerinnen oder auch von Sängern, also die Callas und Placido Domingo und diese Netrebko und wie die alle heißen, die ja auch vergöttlicht werden. Die sagen, also diese Stimme, wenn ich die einmal gehört habe, dann kann ich eigentlich auch in Ruhe sterben. Das heißt also, die Musik hat einen sehr sonderbaren Status, denn wir hören die Musik von Schloss Curly, ist 500 Jahre alt und haben das Gefühl, aber irgendwie ist das doch unsere Musik. Wenn ich vor einem Velázquez-Bild stehe, würde ich sagen, grandios. Aber irgendwie meine Welt ist das ja nicht. Auch wenn ich Rabelais lese, würde ich sagen, es ist ein tolles Buch, aber das ist ja nicht das, was mich betrifft. Aber diese Musik ist, egal wie alt sie ist, wenn sie gut ist, sozusagen, so, man sagte überzeitlich oder allgemeinmenschlich, hätte Wagner das genannt, dass es diese Sache überspannt. Und das Neuheitsbedürfnis, das wir ja haben, wird realisiert in der Popmusik durch ganz bestimmte moderne Klänge, aber nicht in der neuen Musik, sondern in der Popmusik und durch moderne Inszenierungen im Theater, im Brasilien, der Oper. Was halten Sie davon, kurz einen Schlusspunkt zu setzen? Und das Publikum eins. Vielleicht eine Sache ist mir relativ wichtig. Ich möchte das hier öffentlich vielleicht machen. Vielleicht können wir das kurz mit einbinden dann. Ja, mit der Ukraine. Ja. Wollen wir vielleicht erst noch mal hören, was. Ja gut, okay. Oder? Ich sag dann nach. Hier waren. Ich wollte nichts zur Ukraine sagen, aber zu Dokumenten. Ja. Schöne Polemik, ja. Aber ohne David Stern vermutlich. Vor dem Mund ist dieser Mundschutz oder Mikrofon, was auch immer, genau das, was der Mossad-Figur auch angezeichnet wurde. Aber jeder schreibt von unzweifelhaft antisemitischer Darstellung. Okay, das würden Sie bestreiten, verstehe ich das richtig? Also okay. Die schon eingesetzt werden. Gut.
Diese Soldaten auf dem Bild haben alle ihre Bezeichnung, das, was sie darstellen sollen, auf den Helm gezeigt. Die zweite Figur, um die es immer geht, der angeblich zähnefletschende Jude, hat einen Bowlerhut auf dem Kopf und auf dem Bowlerhut steht SS. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, dass sie das anzweifeln, diese Einschätzung, dass es sich um antisemitische handelt. Ich habe nur den Eindruck, es wird jetzt sehr spezialistisch. Wollen Sie noch eine Frage damit verbinden? Was ich sage, können Sie nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen, ja. Und auf das Thema SS und Kolonialismus hat vor anderthalb Jahren und heute lasse ich den netten Eindruck Putze bauen. Die wird hier angewandt offensichtlich von der KI, die sagt, bei den Soldaten ist genau auf dem Helm gezeichnet, was sie sein sollen, was sie repräsentieren. Aber hier bedeutet es genau das Gegenteil, nämlich einen Juden, der unanständigerweise jetzt auch noch mit SS-Runen wie soll man sagen, diffamiert wird, ja. Das nenne ich dann Purzelbaumlogik. Ich fand den Ausdruck ganz nett. Also die SS soll genau das bezeichnen. Diese Figur verkörpert in sich verschiedene Spielarten westlichen Kolonialismus. Also SS hier, der Bowlerhut, das ist vielleicht der englische Kolonialismus. Und so weiter. Also hier wird meines Erachtens gesagt, der Künstler stellt zwar einen Soldaten dar, aber er meint einen, jetzt komme ich Schleuder, nicht? Er stellt eine Kolonialfigur dar, aber er meint in Wirklichkeit den bösen Juden. Gut, also, ich würde es jetzt gerne unterbrechen wollen. Er stellt, dass der Künstler uns belügen will und das finde ich nicht in Ordnung. Ja, da hinten gibt es noch eine... Ja, super, dankeschön. Ja, Ludger Vollmer, ich würde gern zum Thema noch mal ein paar Fragen stellen, die sich bei mir aufgehäuft haben. Ich bin auch Komponist und zunächst erstmal wollte ich mich zur Definition, die ganz am Anfang von KI positionieren, die Sie freundlicherweise dargestellt haben. Also Sie haben die KI als eine Projektion männlicher Allmachtsfantasie bezeichnet und ich frage mich, wieso dieser Gender-Gedanke reinkommt. Ich muss sagen, ich habe eine nahe Verwandte, die ist Informatikprofessorin in Frankfurt an der Uni und forscht seit langer Zeit auch gemeinsam mit Frauen und ohne Allmachtfantasie an dieser großen Maschine. Also das ist ist eine ganz bescheidene Person und sehr klug. Das ist das eine. Also das würde ich einfach in Frage stellen. Dann und auch das Spiel mit Ängsten und Hoffnung. Also ich sehe das, was ich, wie ich auch als Komponist diese KI erlebe, ist es eine ganz normale Maschine, wie jede andere Maschine. Mit Autos fährt man halt schneller umher als mit einem Handwagen und so. Und so wird auch diese Maschine benutzt. Es gibt einfache Algorithmen, die schon sehr, sehr viele Musiker und Musikerinnen benutzen in diesem Land. Einige sind genannt worden. Ich will es trotzdem nochmal sagen, das Programm Band in a Box. Und in diesem Programm Band in a Box sind mehrere tausend Stile drin, in denen man mit einigen leichten Handgriffen eigene Musikstücken komponieren kann, die dann in diesem Stil dann sind. Und die werden dann auch so komponiert von vielen Jazzstudenten, die nehmen das und üben dann ihren Bebop damit, ja, mit selbst komponierten Stücken, die mit diesem Band in a Box sind. Das Programm kostet 86 Euro, ist also auch finanziell leistbar schon für Studenten. Also das stimmt auch nicht ganz, so wie ich das so
gehört habe. Entsprechend auch Sequencer-Programme, Cubase, Logic, da sind Software-Maschinen implementiert. Die, auch Logic ist kostenfrei. Wenn man einen Apple-Computer hat, kriegt man es hinterhergeworfen. Und da sind hochintelligente Programme drin, die Klangflächen erzeugen können und bearbeiten können in wirklich beeindruckender Art und Weise. Dass jeder, der Filmmusik macht, benutzt. Unter anderem das auch, also jedenfalls meiner Kollegen. Jetzt möchte ich gerne noch sprechen, Herr Lauterbach, Sie waren so nett und haben Gedanken geäußert zum Thema, warum braucht man das? Warum braucht man KI? Und Sie haben diesen interessanten Gedanken geäußert, weil man eine gewisse Sehnsucht hat nach der Vermenschlichung der Maschine, also eine gewisse metaphysische Sache. Ich, aus meiner Erfahrung im Komponistenverband, ich bin dort auch bundesweit ja sehr viel aktiv, also ich bin der Vorsitzende hier vom Hamburger Komponistenverband und deshalb bin ich drin in der Diskussion. Es gibt ein riesengroßes Thema im Komponistenverband, vor allen Dingen der südlichen Verbände, ich rede jetzt von Bayern und so weiter, wo ja Filmmusik sehr viel gemacht wird. Ein riesengroßes, und das ist tatsächlich die KI. Warum? Weil mit der KI als Maschine genau das gemacht wird, was Ford schon mit seinen damaligen mechanischen Automaten gemacht hat. Es werden einfach Arbeitskräfte eingespart. Und das ist eine Menge Schotter, die man damit einspart. Zeit und Personal. Und dadurch werden die Filme billiger und eben auch Fernsehfilme werden billiger. Wer mal beim Fernsehen gearbeitet hat, weiß genau, wie im Fernsehen gespart wird bei den Mitarbeitern. Wir haben ja jetzt große Debatten in letzter Zeit gehabt. Das heißt also, die Antriebskraft, ja, für die Herstellung von KI, die in der Lage ist, tatsächlich Filmmusik zu komponieren, und die ist allerdings in hoher Qualität schon da. Also ich bin davon überzeugt, dass die wenigsten Menschen wissen, wie viel Maschinenmusik sie jeden Tag in den Filmen des Fernsehens und auch des Kinos konsumieren. Richtig, Entschuldigung, vielen Dank. Ja. So, also das ist die Antriebskraft tatsächlich des Kapitalismus. Es wird einfach richtig viel Geld damit gespart. Man kann viele, viele Komponisten, Sie wissen ja selber, was es kostet, zu komponieren. Man muss ja davon leben und so weiter. Und das ist ein langwieriger Prozess. Also das wäre jetzt tatsächlich meine Antwort, die ich als Komponist so sehe. Ja? Und da fragt man gar nicht nach Metaphysik, sondern man fragt einfach, habe ich eine Maschine, die in der Lage ist, von QA zu QB folgende Stimmung zu generieren und prozessual zu verändern? Melancholie bis hin zu Wut und Hass. Ja? Kann man machen, wird eingegeben und dann wird es erzeugt. Und zwar von einer Maschine, so, dass die wenigsten Menschen das mitkriegen. Und das ist schon krass. Ja? Dankeschön. Wenn ich kurz dazu was sagen darf, also zunächst einmal das Beispiel von Ihrer Informatik-Kollegin, die keine Allmachtsfantasien hat, stützt ja genau eine These, dass wenn die Männer, die es machen, meistens eine Allmachtsfantasie haben. Zweitens, was... Ja, aber Entschuldigung, das ist genau mein... Es ist mein... Darf ich bitte jetzt... Darf ich bitte weiterreden? Also, ich bleibe bei meiner These, dass die Allmachtsfantasie männlich konnotiert ist. Darf ich jetzt bitte mal weiterreden? Ja? So, und jetzt zu dem anderen, was Sie gesagt haben, zu diesen ganzen Computerprogrammen. Ich weiß, das ist alles so. Ich würde das nur nicht komponieren nennen. Das Benutzen von einer Maschine, die irgendeinen Stil, Samba oder sonst irgendetwas, ich habe die auch zu Hause. Dann lasse ich das Ding laufen und dann kommt das raus. Das ist keine kompositorische Leistung. Ich habe hier einen, darüber haben wir noch gar nicht geredet, das Buch heißt Die Kunst des Komponierens, heißt aber auch das Komponieren als Kunst. Was man an Assistenten, früher gab es Assistenten dafür und auch die Filmstudios haben Assistenten für bestimmte Dinge, was man delegieren kann, entweder an Menschen, an Assistenten oder an Maschinen, das kann man ja machen. Und Sie haben vollkommen recht.
je mehr solche Soundtracks benötigt werden in der Medienwelt, und das kostet alles Geld, wird das eingespart und wird rationalisiert, und über diese Rationalisierung werden dann die Computerprogramme geschrieben und dann machen die das. Ich glaube das ja alles. Nur das hat nichts mit Komponieren zu tun. Komponieren wäre eine individuelle Kreation von einer Musik, die es vorher eben halt noch nicht gab. Die Repetition von einem Stil, das können Allround-Musiker, Improvisateure auch. Die improvisieren, sie nennen das aber nicht Komposition. Es sei denn, man würde so weit gehen, dass man sagt, dass jemand, der in Realzeit ein Stück erfindet, dann ist er in dem Moment ein Komponist. Würde ich nicht sagen, sondern ich würde das Improvisation nennen. Aber auch da legen Sie die Latte sehr hoch. Ich lege die Latte, ja, natürlich. Komposition ist das, was herauskommt, wenn etwas entsteht, das vorher noch nicht da war. Und da würde ja der klassische Dekonstruktivist sagen, come on, es gibt, alles war schon einmal da und es geht nur noch darum, die bestehenden Dinge zu rekombinieren und auf kluge Weise neu zu vernähen. Also die Vorstellung, es könnte etwas komplett Neues auf die Welt kommen, also ist ja mit der Avantgarde-Denken eigentlich verabschiedet. Also, oder? Ja, aber was irgendwelche Avantgarde-Leute sagen, muss ja philosophisch noch nicht richtig sein. Das stimmt einfach nicht. Der Dekonstruktivismus der 80er Jahre, diese berühmte Ausstellung in New York, wo Liebeskind war, Sarah, das ist der beste Beispiel, dass hier plötzlich ein Stil entstanden ist, den es in dieser Form nicht gab, mit bestimmten Vorläufern bei der russischen Avantgarde der 20er Jahre. Aber das war tatsächlich neu. Aber Sie sagen ja selber, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich nichts richtig Neues mehr entstanden ist. Darf ich daraus schließen, es gibt keine Kompositeure mehr? Moment mal. Jetzt bewegen Sie sich in der sogenannten Fortschrittsmoderne. Das ist ein Problem. Ja, es ist klar, um das klarzustellen. Es geht so etwas wie Materialfortschritt und so weiter. Das ist tatsächlich der Materialfortschritt, wenn überhaupt noch Technik, kann man ein bisschen Klänge manipulieren und die Gesangsstimmen werden manipuliert. Aber wenn Sie sich die Popmusik anschauen oder anhören, da tut sich nicht mehr so relativ viel. Deswegen, es geht um individuelle Lösungen und individuelle Narrationen und Konzepte. So, und jetzt möchte ich doch mal diese eine Geschichte noch mal erzählen, wegen der Politisierung. Wir haben dieses Thema KI vereinbart vor einem Jahr. Am 24.02. brach ein Krieg in Europa aus und der verändert die gesamte Weltlage. Wir haben mit Marx gesprochen den Einbruch der Realität durch Viren, Waffen, Klima und Ernährungs- und Energieprobleme. Das heißt, die KI, das ist eigentlich ein Überbauproblem von einer reichen Gesellschaft. Das sehen Sie so. Ja, das sehe ich so. Was wir jetzt haben, sind tatsächlich reale Probleme. So, und jetzt möchte ich Folgendes erzählen. Wenn wir über die Politisierung sprechen, bei mir ist persönlich Folgendes abgegangen. Mit dem 24.02. war für mich völlig klar, ab jetzt ändert sich alles. Und ich beschäftige mich seit der Zeit alle 3 Stunden, indem ich alle Zeitungen lese, und ich lese alles. Ich bin durch das Baltikum gereist dieses Jahr, durch Finnland, ich habe mit den Leuten geredet, ich habe Kontakte bis nach Kiew. Und im April hat mich Putin derart genervt mit seinen Atombomben, das muss man sich mal vorstellen, er droht mit Atomwaffen, dass ich beschlossen habe, ein Ukraine-Triptychon zu komponieren für großes Orchester, als eine poetische Antwort auf die Ukraine. Und ich habe am 8. Mai, am Jahrestag des Kriegsendes, den 25 wichtigsten deutschen Orchestern angeboten und später noch einmal etwa 50 Leute. Keiner will das spielen. Nicht in Hamburg, nicht in Leipzig, nicht die Berliner Philharmoniker, nicht in Zürich, nicht in Wien. Niemand, auch von den Rundfunkanstalten, niemand will das überhaupt spielen. Das halte ich für einen absoluten Skandal. Und ich habe das übrigens der Politik, also der Claudia Roth, Karin Göring-Eckardt und auch Herrn Melnik mitgeteilt. Warum? In der Zwischenzeit habe ich Kontakt zu dem Kiew Symphony Orchestra und der Luigi Gaggiaro. Ich komponiere das Stück jetzt direkt für Kiew, beziehungsweise für die Ukraine. Dieses Orchester residiert momentan unter Schutz der deutschen Politik, wenn Sie so wollen, in Gera. Hat dann da auch diese berühmte große Tournee gemacht vor 3 Monaten. Für die komponiere ich. Und wie ich jetzt erfahren habe, für die ist das ein existenzieller Akt. Und zwar nicht nur deswegen, weil ein Komponist mit den heutigen Klängen etwas für sie macht, sondern, und da muss ich wirklich sagen, da sind mir fast die Tränen gekommen, als mir die Managerin, eine sehr kluge junge Frau, die hier lebt mit ihren beiden Kindern und ihr Mann ist sozusagen noch in Kiew, die mir erzählt hat, es geht darum, dass wir unsere nationale Identität aufbauen. Wir existieren nicht erst seit 30 Jahren. Uns gibt es seit 1000 Jahren. Und immer wieder kommen größere Mächte wie die Russen, die Großrussen, andere und behaupten, oder die Deutschen im Zweiten Weltkrieg und behaupten, die Ukrainer würden gar nicht existieren. Das heißt also, das Stück, was du jetzt uns schreibst,
Das ist ein Aufbau für die Zukunft. Und plötzlich sehe ich mich als sozusagen Nationalkomponist, den ich natürlich gar nicht bin. Ich bin kein ukrainischer Komponist, sondern ich bin ein deutscher Komponist mit europäischem Ansatz, nicht? Oder mit einer Vorstellung einer weltbürgerlichen Absicht im Sinne von Kant oder von Beethoven. Und komme in die Situation jetzt für diese Leute, dieses Stück zu schreiben. Sie werden es im Frühjahr in Deutschland uraufführen. Irgendwann, und jetzt wird es interessant, wird das Stück meines Erachtens in Kiew aufgeführt, weil Kiew überleben wird. Und das wird dann ein Ereignis. Und außerdem wird das Stück auf Video aufgenommen, kommt dann in die sozialen Netzwerke. Ich widme dieses Stück dem freien ukrainischen Volk. So, und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was dann passiert. Es ist zwar eine Musik, die klingt atonal, ist aber für meine Verhältnisse extrem einfach. Also hat es keine komplexe Musik. Mit ganz bestimmten Titeln. Es geht um Holodomor, das ist der Hungertod von Stalin 1932, der jüdische Friedhof von Warschau und Kubricks Bombe. Am Schluss geht 30 Minuten, ist also durchaus packend. Es ist auch anstrengend, weil das muss man 30 Minuten aushalten, aber weil jeder Satz nur eine einzige Klangidee hat, ist es auch sozusagen verständlich, weil genau diese Emotionalität oder diese Stimmung, die dieser eine Satz hat, sich dann überträgt. Und jetzt will ich sagen, es hätte sich alles geändert für Sie am 24.02., dann doch das zumindest nicht. Ihre Begeisterung für die Musik und auch eine gewisse Überzeugung, nein. Dass die Musik ihre Rolle spielt und auch ihre Bedeutung hat und für die Menschen bei allem Leid, das es gibt, doch immer noch wichtig ist. Es sind zwei Sachen. So hört sich das jedenfalls an. Zwei Sachen haben sich geändert. 9/11, das war ja auch so ein Weltereignis. Und ich saß da und dachte, ich müsste jetzt als Komponist irgendwie was machen oder ich müsste meine Musik ändern. Ich habe sogar mit Wolfgang Riem darüber korrespondiert und er sagte, naja, und wenn sich nichts ändert, dann ist das eben halt auch so. Ne? Also wir können das auch nicht erzwingen. Es ist mir damals nichts eingefallen und ich wüsste auch nicht, welche Komponisten groß daraus gemacht hätten. Aber jetzt, und das fand ich interessant, ja, jetzt wo ich sozusagen auch 20 Jahre älter bin, ich werde ja demnächst 60, und da passiert so ein Ereignis und ich es nicht mehr aushalte und eben als Komponist ein Stück schreiben muss, das interessanterweise in Deutschland nicht akzeptiert wird. Und das hat mich dann nochmal dazu bewegt und deswegen habe ich auch das ganze Kapitel neu geschrieben, also das Schlusskapitel ist komplett neu geschrieben, aufgrund dieser Erfahrung, dass das gesamte Kulturversagen der klassischen Musikszene in so einer Situation ist. Und ich habe jetzt in einem Interview es ganz hart formuliert, ich vermute, dass die klassische Musikszene ihr Programm genauso weitermachen würde wie in den letzten 5 Jahren, selbst wenn Putin eine Atombombe auf Berlin wirft. Ja, das ist eine Ansage. Ich bin so etwas auch persönlich beleidigt von diesen Leuten. Und jetzt ist nämlich der Punkt, dass die Weltrechte für mein Stück für 23 ist Kiew, also alle ukrainischen Orchester. Und danach können dann die anderen Orchester der Welt beweisen, ob sie den Mut haben. Und wenn nicht, akzeptiert ihr beiden ganz kurz, wir sind mit der Zeit um. Okay, zwei Fragen noch im Publikum. Ich darf auf der rechten Seite beginnen und dann kommen wir einmal noch zur anderen Seite. Ja, ist eine kleine Frage. Also ich habe den Eindruck, künstliche Intelligenz, aber eigentlich müsste man über den Menschen und das Menschenbild sprechen. Und da habe ich schon auch das Gefühl gehabt, dass dann sehr stark Vehemenz auf die Individualität geführt worden ist und das auch zeigt. Das Zweite, was mich interessieren würde, können Sie sich vorstellen, wie dieses Gespräch in 30 Jahren geführt würde? In wie vielen Jahren? In 30 vielleicht, es kann auch 10 sein, aber es ist ja schon, es ist so eine Momentaufnahme, die, es sind dann Bezüge in die Vergangenheit gemacht worden, es gibt aber wenig Ausblick. Und wenn ich alleine zurückschaue, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, dann es wird so pauschal gesprochen über die künstliche Intelligenz, eben das Allmächtige, das Göttliche vielleicht wird auch, das muss ja für die Ewigkeit sein. Und da bin ich mir nicht so sicher. Na, ich glaube, es wird starke Gegenbewegungen geben. Es wird sehr viele Leute geben, weil auch
das Geld vorhanden ist, die weiter in diese Richtung investieren werden und darin eine Hoffnung sehen. Und je verworrener die Gegenwart wird, je konfliktbeladener sie wird, desto mehr werden diese Stimmen gestärkt, weil sie sagen, das sind so Probleme, die kann der Mensch nicht mehr lösen, die müssen wir an die Maschine delegieren. Also das gibt ja sehr ernsthafte Denker, die auch genauso argumentieren. Wie das dann im Einzelnen aussehen wird, ist mir völlig schleierhaft. Aber diese Hoffnung auf die Technik, die uns erlösen möge, die ist ausgeprägt. Es wird aber, wie gesagt, eine starke Gegenbewegung geben. Das sehen wir jetzt ja auch schon, auch bei vielen jüngeren Leuten, die sagen, wir lassen unser Handy zu Hause, wir glauben nicht an diese Art von Dingen, wir wollen unsere Körper wieder spüren, einbringen. Das ist das, was uns stark macht und individuell macht. Und übrigens auch in den Künsten. Also es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, Komponisten und Komponistinnen, die die KI benutzen als Instrument. Auch bei den Architekten ist es ja so, dass immer mehr das als quasi als Zeichenstift benutzen, als Inspirationsquelle benutzen, völlig unbestritten. Und trotzdem merkt man auch da, es gibt ein starkes Bedürfnis, sich selbst in Verbund mit den Leuten, mit anderen zu spüren und sich zusammenzusetzen, Präsenz zu üben. Unter anderem deswegen kamen am Ende ja doch auch sehr, sehr viele Leute nach Kassel, trotz der entsprechenden oder vielleicht auch wegen der entsprechenden Artikel, die es darüber gegeben hat. Es war eine Documenta der Zusammenkunft und der Verbindung, die gestiftet werden soll. Also meine Antwort wäre, es gibt sehr, sehr divergierende Entwicklungen. Wie immer sind es dialektische Prozesse. Du möchtest auch noch eine? Zwei. Ja, ich habe nur noch drei kurze Gedanken. Der erste Gedanke ist, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, was Sie sagten, dass die deutschen Orchester sich mit der Thematik nicht beschäftigen. Ich habe vor einigen Monaten in der Elbphilharmonie eine Uraufführung gehört für großes Orchester eines allerdings ukrainischen Komponisten. Zu diesem Thema. Also ganz klar, und das hatte großen Erfolg dort und war sehr prominent halt im Sinfoniekonzert, im ABO-Konzert der Staatsphilharmonie. Das ist das Erste. Der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, Sie beklagen, dass die Avantgarde-Musik in Amerika nicht mehr in Auftrag gegeben wird. Das sei kulturelle Regression. Ich will mal die provokante Frage in diesem Haus hier, provokante Frage stellen. Wieso eigentlich ist Tonalität, egal welcher Form, und ich will jetzt nicht unbedingt von Funktionsharmonik reden, sondern einfach von Tonalität. Wieso ist also eigentlich Tonalität per se ein Zeichen für Regression, wenn sie in Auftrag gegeben wird? Ich kenne Kompositionen, die in Auftrag prominent vom LA Orchester und so weiter gespielt werden. Das hört sich jetzt auch noch so einem abendfüllenden Thema an. Ja, richtig. Zeitgenössisch ist auch hier in der Elfi dann gekommen, die so zeitgenössisch sind, so prächtige Musik und überhaupt nichts mit spätromantischer Musik zu tun haben. Das sind halt einfach andere Stile, als wir sie gewohnt sind in der Tradition Darmstadts. Aber die sind oftmals hoch erfolgreich und werden auch gut bezahlt. So ist das, was ich erlebe. Ja, also ich wollte mich mal auch mal bedanken für Ihr Wissen, was Sie uns hier zur Verfügung gestellt haben heute Abend. Das war sehr interessant und für mich war da viel Neues und Anregendes dabei. Ich bin hierher gekommen, um irgendwie was zu erfahren, wie also jetzt KI in der Kunst oder speziell auch in der Musik, wo ich tätig bin, eingesetzt wird. Und ich hätte folgende Frage, die ist ganz subjektiv, an Sie im Podium. Vielleicht können Sie mir mal ein oder zwei Stücke nennen, wo Sie denken, dass also KI, das haben Sie gehört, das ist mit KI gemacht worden, mehr oder weniger vollkommen vielleicht, aber das hat Sie begeistert, das ist ein Stück, das muss man gehört haben. Sie haben vorhin dieses Beethoven-Szene erwähnt, aber das war jetzt nicht so, dass ich da jetzt große Begeisterung verspürt hätte von Seiten des Publikums. Im Gegenteil eher. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was Sie als Anregung noch vermitteln wollen. So, also das sollte man mal reinhören heute Abend im Internet, wo wir das ganze Wissen und die ganze Musik der Menschheit finden. Vielleicht können Sie mal einen guten Tipp geben oder irgendwas, was anregend ist und weiterführt. Das würde ich mir wünschen.
Ich kann das nicht, weil ich ja gesagt habe, dass es diese KI in der Musik nicht auf einem kunstfähigen Niveau gibt. Das heißt, ich kenne nichts, was mich begeistert hätte. Also es gibt bin ja auch im Moment überfragt jetzt nach einem konkreten Stück. Es gibt unheimlich viele, man muss auch unterscheiden, also diese Versuche, die KI zu autonomisieren und zu sagen, das sind jetzt Stücke, die komplett von der KI entworfen, komponiert worden sind, was auch immer. Das ist nochmal eine andere Kategorie als Komponisten und Komponistinnen, die sich irgendwie mit der KI befassen oder sie einsetzen. Und da ist die Vielfalt so groß. Ich glaube, wenn Sie diese Eingabe, das im Suchfeld eingeben, werden Sie sehr viele anregende Dinge, vielleicht aber auch sehr viele schreckliche Dinge finden. Also wenn ich Ihnen ein vielleicht, aber das ist nicht KI, das ist also Bernhard Langs Differenz- und Wiederholungszyklus, er hat da Computerprogramme benutzt, aber das sind Rechenmaschinen, also ich benutze die auch, das ist nicht KI. KI müsste ja wirklich sein, dass also selbstoptimierende, komplexe, algorithmische Programme dann also irgendetwas erzeugen, von dem wir sagen, wow, sowas habe ich noch nie gehört und das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Und was ist denn das eigentlich? Verstehe ich erstmal gar nicht. Also so weit sind wir meines Erachtens nicht oder noch nicht. Jetzt fast hätten Sie noch gesagt. Genau. Nicht, noch nicht. Ja. Ja, wir sind mit der Zeit jetzt um. Das war eine Art Schlusswort jetzt von Klaus Steffen. Ob Sie, Hanno Rauterberg, auch noch vielleicht eine Zusammenfassung? Na, ich kann nur sagen, mir hat es Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren. Klar. Und wir hätten es eigentlich noch 2 Stunden fortsetzen können, mein Eindruck. Vielen Dank Ihnen fürs Kommen. Danke.